Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone de Nephrologie Dialyse Transplantation begrüßt Markus at Home Sie von Ost nach West, aus Wien, Linz, Halle an der Saale, Innsbruck, Frankfurt und Rouen, um die aus unserer Sicht spannendsten 12 Studien des letzten Jahres im Bereich Nephrologie, Hypertensiologie zu diskutieren. Wie wir die 12 Studien ausgewählt haben, sagen wir vielleicht zwischendurch mal. Wir fangen direkt an mit unserem Platz Nummer 12. Eine Studie mit schwierigen Namen, mit einem neuen Medikament, dessen Namen wir uns auch zunächst noch dran gewöhnen werden müssen. Deshalb übernimmt das der Andreas. Ja, danke, Gunnar. Inaxaplin ist eine neue Substanz, die zuletzt getestet wurde in einer Experimentenstudie, die dann auch in eine kleine Phase 2 Single-Arm-Studie übergegangen ist. Was macht das? APOL1, Apolipoprotein-1-Varianten sind assoziiert mit Nierenerkrankungen bei Patientinnen und Patienten, die exponiert sind gegenüber von diesem genetischen Assoziation, also APOL G1 und G2. Und das Inaxaplin hemmt diese APOL1-Oligomer. Da muss man etwas ausholen. APOL1 Gain of Function. Man weiß nicht ganz genau, wieso es zu Nierenerkrankungen führt, aber es gibt verschiedene Mechanismen, die diskutiert werden, wie hier ganz schön aufgezeigt in diesem Nature Reviews Nephrology Arbeit, die eben diese verschiedenen Mechanismen diskutiert. Aber im Prinzip eine ganz klassische Assoziation mit einer dieser Mechanismen gibt es im Prinzip nicht. Die Studie hatte, wie gesagt, einen experimentellen Arm. Zunächst hat man hier Zellkulturversuche gemacht, dann hat man sich angesehen, wie dieses Inaxaplin diesen Thalliumflux inhibiert, und man hat gesehen, dass es dann doch zu einer Inhibition kommt von Zellen, die auch das APOL1, G1 und G2 exprimieren. Auf der rechten Seite dann sieht man auch, dass wenn man das Inaxaplin dazugibt, und das sind Tetrazyklin behandelte Zellen mit Apolipoprotein 1, dann sieht man, dass hier die Aktivität oder die Rate des Thalliumflux deutlich reduziert werden kann, mit der aktiven Substanz hier in diesen hellgrauen Balken zu sehen. Dann weitere Versuche und zu allerletzt dann natürlich das Wichtigste für uns: Daten in vivo, Mausmodell, wo man sich dann die Entstehung einer Proteinurie angesehen hat, und Inaxaplin hat dann deutliche Reduktion der Albumin-Kreatinin-Ratio nachweisen können. Die humanen Daten, wie gesagt, relativ präliminär, nur 16 Patienten, davon 3 mit einer nephrotischen Proteinurie und 13 mit einer subnephrotischen Proteinurie. Hier nochmal in grün gehighlightet die UPCR 3,5 bei denen mit der Nephrose und 1,8 bei denen im subnephrotischen Bereich. Und man sieht schon, dass nicht alle von diesen Patientinnen und Patienten auf einem ACE-Hemmer initial waren und auch nicht alle eine Immunsuppression erhalten haben. Die Daten relativ eindrucksvoll, und hier individuellen Patientendaten. Overall sieht man, dass es doch zu einer knapp 50-prozentigen Reduktion der Proteinurie gekommen ist. Das war ubiquitär zu sehen bei denen, die eine nephrotische Proteinurie zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses hatten, beziehungsweise auch bei denen, die eine subnephrotische Proteinurie hatten. Man sieht dann unten ganz gut eigentlich dieser Change in UPCR über die Zeit, und man sieht, dass der Effekt über die Zeit eingetreten ist, also keine hemodynamische Effektivität, wie man es bei anderen Substanzen gesehen haben. Nun an Nebenwirkungen, das ist schon das letzte Slide zu dieser Studie, eigentlich die meisten Patienten mit irgendeiner Nebenwirkung, aber keine wesentlichen schweren Nebenwirkungen, Kopfschmerz, Rückenschmerz und Übelkeit hier als die häufigsten Nebenwirkungen bei den Patientinnen und Patienten. Die Studie wird natürlich fortgesetzt bzw. in eine Phase 3-Studie übergehen, und wir werden sehen, ob Inaxaplin dann bei APOL G1, G2 Risikopatientinnen und Patienten dann eine Zulassung findet. Grundvoraussetzung ist die Genotypisierung. Und eine Genotypisierung, die dann in den Vereinigten Staaten von Amerika häufiger positiv ausfallen wird als in Europa.
Die Firma Vertex, soweit ich das weiß, hat in den USA jetzt angeboten, dass man Blut einschicken kann und dann die Firma ganz selbstlos eine gratis Genotypisierung durchführt, um im Prinzip möglichst viel Kundschaft zu akquirieren, sozusagen. Natürlich spielt die Genotypisierung in den Vereinigten Staaten eine wesentliche Rolle, nur wir haben zum Beispiel auch zwei Patientinnen und Patienten mit APOL1-Risikokonstellation und das wird sicherlich weltweit von Relevanz sein, schätzungsweise. Weitere Kommentare? Ich glaube, es kommt bei uns zu selten vor. Also ich kann mich an eine einzige Patientin erinnern, die betroffen war. Die war Touristin, also mit Lupusnephritis transplantiert und ja, Afro-American. Aber sonst kann ich mir jetzt nicht wirklich erinnern. Weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Andreas. Ja, zwei da in Innsbruck. Eine nach versuchter IVF, die dann richtig explodiert ist mit der Proteinurie. Und wie oft habt ihr die Diagnostik gemacht? Wenn ihr zwei gefunden habt, wie oft habt ihr genotypisiert? Na, selten. Das liegt an der Epidemiologie natürlich. Aber wenn man es macht, dann ist oftmals vielleicht positiv. Nochmal interessant an der Stelle zu sagen, wer soll denn genotypisiert sein? Sind das Afroamerikaner? Sind das Menschen mit dunkler Hautfarbe? Oder gibt es noch andere Kriterien? Wem vermutet man es? Grundsätzlich ist ja diese APOL-Genmutation oder Variante protektiv gegen gewissen Trypanosomen-Infektionen, vor allem im Sahara-Gebiet vorkommen. Und da sieht man ganz schön, dass eigentlich im Sahara-Gebiet ungefähr 30-40% diese Variante tragen und der Rest von Afrika zwar weniger, aber doch, es ist doch häufiger verbreitet. Also im Prinzip ist das schon so eine Grundvoraussetzung im Prinzip, dass jemand halt zumindest die Heritage dort hat. Wie ist das in Frankreich, Dominik? Ihr habt ja da einen breiteren Migrationshintergrund als jetzt Tirol. Ja, wir haben mehrere Leute mit dieser Mutation. Also das ist ein bisschen less, ein bisschen mehr als in Deutschland sicher. Weißt du, Andreas, wie viel es kosten würde ungefähr oder nicht? Na, keine Ahnung. Es geht ja erst in die Phase 3-Studie meines Wissens nach. Und daher, aber das wird sicher ziemlich teuer sein. Ja, sicher. Gut, kommen wir zu Platz Nummer 11. Nummer 11, die einzige Studie ohne Akronym, aber eine Studie, die insbesondere auf Twitter zu ganz viel Diskussion geführt hat, nämlich haben wir in der Therapie der Hyponatriämie in den letzten Jahrzehnten alles falsch gemacht. Malis. Einen schönen guten Abend. Ja, ich darf jetzt diese Studie einer kanadischen Gruppe noch kurz präsentieren, die im Frühjahr veröffentlicht wurde, zum Thema der zentralen Pontinenmyelinolyse als Komplikation bei hospitalisierten Patienten mit Hyponatremie, hier auch abgekürzt als ODS, das Osmotic Demyelination Syndrome. Doch ganz interessant, dass dieses wahrscheinlich vor allem für Kliniker sehr relevante und alltägliche Problem heuer wieder ein bisschen Schwung bekommen hat, nicht nur mit dieser Publikation, sondern eigentlich gleich mit mehreren Studien und Daten, die ganz populär auch veröffentlicht wurden. Die zentrale Pontinenmyelinolyse ist prinzipiell eine sehr seltene, aber dann doch sehr schwerwiegende Komplikation in der Therapie bzw. beim Auftreten einer Hyponatremie. Kann einerseits akut schwere Symptome machen, aber auch leider sehr langwierig schwere Schäden hinterlassen. Es hat dann dazu geführt, dass im den Jahren und Jahrzehnten der Vergangenheit relativ stringente Empfehlungen in Leitlinien verankert sind. Ich habe das jetzt hier beispielhaft aus Up-to-Date herauskopiert, wo empfohlen wird, dass die Korrekturrate, und darauf wird postuliert, dass das basiert, das Entstehen einer Hyponatremie bei 8 Millimol pro Liter pro 24 Stunden gehalten werden soll. Diese Strenge der, oder beziehungsweise Langsamkeit des Ausgleichs
kommt natürlich auch mit einigen Pitfalls und negativen Effekten, insbesondere häufigen Blutabnahmen, dann auch langen oder dadurch verlängerten Spitalsaufenthalten. Und wobei nicht ganz klar ist, inwieweit die Geschwindigkeit an sich eigentlich assoziiert ist mit der Entwicklung eines ODS. Diese Studiengruppe hat sich dann anhand einer sehr großen kanadischen Kohorte einerseits die Inzidenz angesehen, andererseits auch verglichen, inwieweit eben die Korrekturraten mit der Entwicklung assoziiert waren. Da haben wir eine eben sehr große Kohorte mit deutlich über 20.000 internistisch stationär aufgenommenen Patienten analysiert. Einige Ausschlusskriterien gab es natürlich, wie eine schwere Hyperglykämie etc., aber am Ende waren es dennoch über 20.000 Patienten bzw. Aufnahmen bei über 17.000 Patienten. Gleich vorneweg einige wichtige Kennzahlen der Resultate. Interessant ist, dass die Rapid Correction, also die schnelle Anhebung des Serumnatriums, also über 8 Millimol pro Liter in 24 Stunden, in nahezu 20% der Fälle passiert ist. Insgesamt hatten in dieser doch sehr großen Kohorte nur 12 Patienten ein ODS, von denen nur 9 als definitives ODS überhaupt charakterisiert wurden. Das entspricht nur 0,05% der Gesamtkohorte. Wenn man die Kriterien, die Einschlusskriterien hier ein bisschen strenger nimmt, sie waren nämlich durchaus sehr liberal mit Hyponatremie schon definiert als unter 130, ist durchaus auch ein Kritikpunkt an dieser Studie. Wenn man das strenger ansetzt, nämlich mit einer Hyponatremie einer profunden unter 120, ist diese Rate ein wenig häufiger, unter 110 dann auch bei 2,6% eingetreten. Eben auch interessanterweise traten nur 5 dieser 12 Fälle in der Rapid Correction Group auf. Hier auf der rechten Seite einige Baseline-Charakteristika, die es auch wert sind, angesehen zu werden. Schon ins Auge sticht, dass diejenigen, die ein ODS tatsächlich entwickelt haben, prinzipiell jünger und kränker waren, mit einem deutlich höheren Komorbiditätsindex und eben auch ein deutlich niedrigeres Serum-Natrium aufwiesen. Wie gesagt, schon ein Kritikpunkt ist die sehr hohe Anzahl an Patienten, die eigentlich ein Serum-Natrium bereits über 120 Millimol pro hatten. Es waren nahezu 20.000 in dieser eben sehr großen Kohorte. In einem weiteren Schritt wurden dann eben Patienten in den verschiedenen Korrekturratengruppen miteinander auch verglichen. Und hier zeigt sich wohl, dass in denjenigen Gruppen, die schneller korrigiert wurden, also hier 8 bis 12 bzw. über 12 Millimol pro Liter in 24 Stunden, die Admission Rate auf Intensivstationen sowie auch die Anwendung von Desmopressin, also dem Minerin bei uns, doch deutlich höher war. Allerdings eben das Outcome, also auch mit Todesfällen, nicht signifikant höher war und eben insbesondere auch das Auftreten eines ODS. Es ist dann in weiterer Folge über das Jahr immer wieder noch diskutiert worden, auch im Editorial zugehörig zu dieser Studie, wurde eben das ODS prinzipiell schon als exceedingly rare beschrieben und hier als sehr klar unrelated to rapid correction. Das wurde dann durch die Studienautoren selbst auch wieder ein bisschen relativiert. Diskutiert wird halt, dass diese bislang sehr strikte Adhärenz zu den Guidelines zum Teil auch einfach eine insuffiziente Therapie darstellen möge und die Aufenthalte komplizieren würde mit unnötigen Blutabnahmen, verlängerten stationären Aufenthalten und somit auch Kosten. Interessanterweise wird das sicherlich auch ein wenig gestützt durch noch neuere Daten im selben Journal im Herbst, die auch tatsächlich eine höhere Mortalität in derjenigen Gruppe gezeigt hat, bei denen das Natrium langsamer angehoben wurde. Wir hatten das letzte Woche diskutiert gehabt mit Markus Seemann zusammen, mit dem Professor Aegis, der jahrzehntelang Hyponatriämie-Forschung gemacht hat, der das Editorial, du hast es gezeigt gehabt, zu der ersten Kohorte geschrieben hat und Co-Senior-Autor der zweiten Kohorte ist, der das sehr vehement bestätigt hat, dass wir jetzt unser Vorgehen ändern sollten. All the studies so far, I'm telling you, so far, suggest rapid correction is not deleterious. Rapid correction does not produce ODS, and rapid correction compared to slow correction is
better by the survival. And that's what it is. Is it different? I don't know. Are they going to jump? I don't know. But I'm not looking for changes. I'm looking for evidence. Gleichzeitig gibt es im C-JSON jetzt ein auch sehr prominent besetztes, ja, fast schon Konsensuspapier einer Gegenposition, die sagen, nee, lasst uns bei den Leitlinien bleiben. Was machen wir jetzt? Nee, ich hätte gerne replied, das war eine wunderbare Folge. Ich hoffe, das schauen viele an mit dem Professor Ayus. Wer der hier Anwesenden glaubt, dass irgendeine Hyponatremie-Guideline jetzt geändert wird aufgrund der Daten und selbst wenn wir noch 20 solche Studien bekommen. Niemand. Also ist diese Studie rein von theoretischem Interesse. Man kann jetzt statistisch herumdiskutieren. Das Wichtigste ist das Residual Confounding, weil es ja Propensity Score und retrospektiv ist. Aber es wird niemals dazu kommen, dass aufgrund des promillhaften Auftretens eines Ereignisses, vor dem sich jeder fürchtet, dass die Guidelines, die jetzt so ingrained sind in uns, wie in texanische Stiere reintätowiert, dass irgendwer das ändern wird. Also ich finde es wissenschaftstheoretisch interessant und der Professor Ayus hat komplett recht, dass die komplette Evidenz, die wir haben, rein auf einem Narrativ beruht, das sehr gut passend ist. Aber es wird sich da nichts ändern. Ich bin jetzt am finalen Verfass, also zusammen korrigieren der ÖGN-Hyponatremie-Guidelines und dabei ist auch der Gregor Lindner, der bei der Diskussion war, federführend dabei. Keiner wird oder ich kann es nicht einmal jetzt schaffen, jeder sagt, ja, das ist interessant, aber es wird sich nichts ändern. Also ich finde es wissenschaftstheoretisch interessant, das ist mein Standpunkt, sozusagen von der Logik der Forschung, dass man ein Narrativ auflegt, aber seltenes und potenziell letales Auftreten, never ever werden wir die Leitlinien ändern. Und das Positionspapier, da sieht man, dass den Schreibern des Positionspapiers im C-JSON die Angst in den Knochen sitzt und keiner will das jetzt ändern. Es gibt viele ähnliche Fälle, ich finde das quasi medizinhistorisch interessant. So 2006, 2007 gab es eine wunderbare Arbeit, das glaube ich war im Lancet oder New England, die sehr schön gezeigt hat, dass die RAS-Blockade im Sinne der Nephroprotektion wunderbar mit dem Blutdruck korreliert. Die Arbeit ist so niedergeschmettert worden von allen ACE-Hämmern, auch Patentträgern von ACE-Hämmern, also der uns bekannten Community, dass die gleich wieder in der Versenkung verschwunden ist. War eine wunderbare Arbeit, ja. Also that's my point of view. Ich glaube auch nicht, dass die Leitlinien geändert werden, aber am Handling kann es vielleicht doch einen gewissen Effekt machen. Wir haben ja mit dem Tolvaptan eine Substanz zur Verfügung, die mitunter das Serum Natrium schneller korrigiert, als wir das ohne diese Substanz gemacht haben. Und da hat man sich immer sehr vorgefürchtet. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, diese Furcht. Und insofern wird die Handhabung vielleicht doch ein bisschen liberalisiert. Ich glaube aber auch nicht, dass jemand wirklich ernsthaft die Leitlinien ändern wird. Also man kann in Zukunft gewissenloser vorgehen und vom Richter sagen, es gibt diese Studien, wenn es tatsächlich zu einem ODS kommt. Ja. Und das ist sozusagen dann ein schicksalshafter Verlauf letztlich. So kommt es ja dann raus. Es gibt andere Faktoren, die das beeinflussen. Ja, aber es ist allemal interessant, finde ich. Ja. Es ist ja was, das in der klinischen Realität ja ohnehin auch passiert, dass sehr viele Patienten einfach schon schnell angehoben werden. Insbesondere auch in der zweiten Arbeit jetzt vom Herbst gab es eine Gruppe, die über 12 Millimol pro Tag sogar angehoben wurden. Und das waren eigentlich hier die mit dem besten Outcome. Also unser Standard bei meiner Abteilung ist maximal 6 bis 8. Mhm. Und was wir an 5% Glucose verpuffen und auch Menirin ist enorm. Ich habe jetzt gesagt, vielleicht können wir ein bisschen liberaler sein, dass wir da nicht so super träge alle anheben. Aber das war es dann auch schon. Ja. Das Schöne an der Arbeit ist grundsätzlich so, wie auch schon erwähnt, ist, dass wenn jemand auf minimale Intervention um 10, 12 ansteigt, dass man nicht immer dann mit Glucose gegenregulieren muss. Ich glaube, das ist schon ganz okay, daraus zu schließen, dass man von dem nicht Angst hat. Wenn jetzt jemand natürlich Unmengen ansteigt, 16, 18 pro Tag, dann würde man wahrscheinlich schon nach wie vor gegensteuern. Aber wie bei vielen Sachen ist es mehr oder weniger die Resistenz, die es ausmacht. Wenn ich einen sehr resistenten Patienten dann irgendwann anhebe in Extremo, dann ist das Risiko sicher deutlich höher.
Aber ich glaube schon, dass diese Arbeiten zu einem etwas liberaleren Zugang führt und nicht diese brutale Angst, die jeder von uns hat und diese Fingerzeig, wenn jemand halt über 8 Millimol in der ersten 24 Stunden angehoben wird, dass man dann gleich sagt, du hast den Fehler gemacht. Und vielleicht auch die Anzahl der Blutkontrollen ein bisschen moderater macht, insbesondere auf den Intensivüberwachungsstationen und manchmal auch Normalstationen, die Nächte dann auch entspannter macht, dass ich nicht irgendwann nachts nochmal die Kontrolle machen muss, sondern dann vielleicht doch bis zum nächsten Morgen warten kann. Ja, die Schinderei unseres Pflegepersonals, die habe ich natürlich gesehen, also alle 3-4 Stunden und jeder muss nach dem Hyponatremie-Protokoll laufen, das kann sicher relaxieren. Aber das, was du sagst, Andreas, das ist die Autokorrektur und vor der müssen wir uns natürlich schon immer fürchten. Ja? Also fürchten, aber vorsichtig sein, weil sobald ein Patient autokorrigiert, kann der natürlich extrem abfahren mit dem Natriumanstieg. Ja? So, wir kommen zur Top 10 und wir kommen zurück zur Glomerulonephritis. Andreas, Sparsentan untersucht hier in der Duplex-Studie. Schwierige Erkrankung, fokalsegmentale Glomerulosklerose, ohne irgendeine positive Studie aktuell, die irgendwie die Praxis grundlegend verändert hat. Duplex-Einschlusskriterien 8 bis 75 Jahre, Biopsie oder pathogenetische Variante, UPCR von zumindest 1,5 Gramm pro Tag, EGFR von zumindest 30, Ausschlusskriterien, FSGS nicht genetische Variante bzw. keine sogenannte primäre FSGS. Vor Randomisierung 2-wöchige Washout-Periode der RAS-Blockade und Randomisierung auf Sparsentan 800 Milligramm Target-Dosis bzw. Irbesartan 300 Milligramm pro Tag. Charakteristika hier wieder aufgeschlüsselt, im Durchschnitt 3,1 UPCR, Serumalbumin erhalten, also knapp unter der Norm, was sehr stark gegen eine primäre FSGS-Prädominanz hier spricht. Auch die Dokumentation eines nephrotischen Syndroms in nur ungefähr 30% der Patientinnen und Patienten, viele mit Mutationen, auch APOL1, aber vor allem auch Kollagenmutationen, vordergründiger oder vorheriger Gebrauch von ACE-Hämmern hier auch aufgeteilt und Ödeme eigentlich nur minimal ausgeprägt oder keine. Primärer Endpunkt, und das ist wichtig zu erwähnen, nicht die Proteinurie-Reduktion, sondern EGFR. In Amerika der Chronic Slope Woche 6 bis Woche 108, im Rest der Welt Total Slope Tag 1 bis Woche 108. Wichtig zu erwähnen, negative Studie. Kein Unterschied zwischen Chronic Slope oder Total Slope in EGFR-Reduktion. Man sieht in der Sparsentan-Gruppe über 2 Jahre minus 10,4, in der Irbesartan-Gruppe minus 12,1. Wenn es um die Reduktion der Proteinurie geht, signifikanter Unterschied. Hier zur linken UPCR unter gleich 1,5 Gramm pro Gramm Kreatinin und Proteinurie-Reduktion über oder gleich 40%, ein Unterschied von 16% zwischen den Gruppen. Hier in der Mitte sieht man die prozentuale Reduktion der Proteinurie und auf der rechten Seite eine komplette Remission, hier definiert als eine UPCR unter oder gleich 0,3 Gramm pro Gramm Kreatinin. Abschließend noch ein Slide zum Preisvorschlag der Firma. Wie gesagt, 800 Milligramm Zieldosis, hier der Preis in Amerika für 400 Milligramm 10.434 US-Dollar für 30 Tabletten. Man braucht dann pro Monat 60 Tabletten, sprich ungefähr 20.000 US-Dollar pro Monat Therapiekosten für eine negative Studiensubstanz. Auch einmal wichtig hier hervorzuheben. Und obwohl das New England Journal ja normalerweise immer kritisch ist, hat man da ganz geschickt den sekundären Endpunkt in den Vordergrund und den primären Endpunkt so ein bisschen hintangestellt? Ja, es war auch beim ESN ganz klar so präsentiert, dass man glaubt, dass die Studie positiv war. Man muss auch immer kritisch hinterfragen, wenn man RAS-Blockade zuvor bei 80% verwendet und dann so eine Washout-Phase hat und dann in der Placebo-Gruppe nochmal eine 30-prozentige Reduktion der Proteinurie hat. Wie das geht, keine Ahnung. Auch ein gewisses Compliance-Problem der Patienten.
dann haben wir eigentlich wieder keine Substanz für eine primäre FSGS, weil die Substanz maximal antiproteinurisch wirkt. Und dann muss man sagen, sind SGLT2-Hämmer A die bessere Variante, weil sie nachgewiesen nephroprotektiv sind, B die Proteinurie reduzieren können und C natürlich Kostenfaktor ungefähr 99-fach günstiger sind wie Sparsentan. Zudem glaube ich, und da kommt dann der Dominik noch dazu, gibt es elegante Varianten, wie wir in Zukunft SGLT2 und Endothelin-Antagonisten kombinieren werden. Die Präparate werden billiger. Also für Sparsentan sehe ich ehrlicherweise zumindest bei der FSGS sehr einen geringen Markt, wenn überhaupt irgendeinen Markt. Und der vierte Punkt ist ja in dem Vergleich, den du gemacht hast, dass der SGLT2-Inhibitor natürlich auch sicherer ist. Den kennen wir jetzt seit 10 Jahren. Der hat eben nicht das Problem mit den Ödemen. Ja, genau. Ich glaube, dass natürlich hier die Selektion auch so war. Primäre FSGS-Patient hat natürlich nicht nur minimale Ödeme, sondern schon ziemlich ausgeprägte Ödeme. Und dann on top auf den ganz anderen Sachen dann noch ein ETA dazugeben, führt natürlich zwangsläufig zu einer Flüssigkeitsretention. Und daher ist das eigentlich auch nicht ausreichend getestet, muss man sagen. Aber warum, noch eine Frage von mir, warum ist da so, ich sag mal, schlampig eingeschlossen worden? Macht man das bewusst, dass man da so ein All-In wählt, oder hat man da nicht aufgepasst innerhalb des ja nun wirklich sehr breiten Spektrums der fokal-segmentalen? Auch das hat man in diesem Jahr ja ganz toll diskutieren dürfen. Who are the patients that we're doing this study on? If I'm not mistaken, the entry for the duplex study, the proteinuria was like 1.5, I want to say, gram per gram. And I mean, that alone to me says that these patients are not all having nephrotic syndrome, right? And also the other question is, well, how would using sparsentan, you need to get rid of these circulating factors, right? So like, what is the effect of this drug on the immune system that can potentially be helpful in this disease? I guess if I were to think of the benefit of the drug would be in the secondary FSGS or maladaptive FSGS, where you can sort of almost like mimic like an IgA nephropathy kind of scenario where you know, by inhibiting the endothelin and the angiotensin, you may potentially have some benefit. So I think the issue is not necessarily that the drug doesn't work. I'm just not sure it's the drug that would work in somebody who truly has primary FSGS. And I'm not sure that the patients that they recruited were patients who were homogeneous. It sounds to me that it was a heterogeneous group. Warum waren die Einschlusskriterien da nicht stringenter? Naja, das ist ein grundsätzliches Problem, dass man diesen wirklich guten Cut-off hat man nicht. Auch wenn du eine Elektronenmikroskopie machst und dann 80% oder durchgängige Fußfortsatzverschmelzung, das ist noch wahrscheinlich der beste Predikt, dass du eine primäre FSGS hast. Aber diese Dilution ist durchaus gewünscht, weil die Substanz natürlich antiproteinurisch ist und da natürlich diese mit einer genetischen Variante wahrscheinlich deutlich besser ansprechen als die mit einer primären FSGS. Das werden wir auch in den nächsten FSGS-Studien leider so sehen, dass halt diese schwammige Definition eigentlich durchgezogen wird und es schwierig ist natürlich primär von sekundär zu differenzieren. Ja, dazu kommt ja, du weißt ja, die Diskussionen, die wir mit dem Heinz Regele hatten, es ist wahrscheinlich ein Topf von vielen Erkrankungen und er will ja das Wort FSGS, er schreibt es auch gar nicht mehr auf dem Pathohistiprofund drauf, also es kommt nur noch die morphologische Beschreibung, weil sich dahinter wahrscheinlich viel verbirgt. Aber ich frage mich, warum auch die FDA immer noch die Eiweißausscheidung und einem Benefit, wenn man den hat auf der Eiweißausscheidung als ein mögliches sinnvolles Therapieregime ansieht. Ich meine, wir haben mehrere Ansätze gehabt, wo wir gesehen haben, das hat versagt. Aliskiren, duale RAS-Blockade. Also das sehe ich jetzt gar nicht als so positiv an. Letztlich ist die GFR, glaube ich, wichtig. Bei allem anderen, was man jetzt über Endothelin-Rezeptoren ja, Antagonisten sehen kann, ja. Das Problem ist, glaube ich, dass du bei den meisten Sachen halt einen EGFR-Benefit, den siehst du halt nach einigen Jahren und natürlich sind die Firmen scharf darauf, möglichst schnell ein Ergebnis zu haben. Ja, aber nach 2 Jahren hast du das schon, ne? Also siehe SGD2. Ja, aber du solltest schon einen Unterschied sehen, das glaube ich auch.
Ich glaube trotzdem, dass es diese Surrogat-Outcome-Measures braucht. Die sind auch nicht schlecht etabliert. Du weißt, die ganzen epidemiologischen Studien. Nur 18% Unterschied in der Proteinuria-Reduktion zum Preis von 20.000 US-Dollar im Monat, das ist absurd. Ja. Und da muss ich schon mal das sind fragen. Das sind Raten von 10 Milliliter pro Minute pro Jahr. Das sind ja richtig fallende Kartoffeln. Also das, also da einen, also das 10 Milliliter pro 2 Jahre. Pro zwei Jahre, das ist enorm. Ja. Also, ja. Trotzdem, ich glaube, SGLT2-Hämmer wäre da Add-on zu RAS-Blockade definitiv unsere erste Wahl. Da muss man natürlich sagen, dass ETA on top of SGLT2 und RASI natürlich schon additive Effekte haben. Nur dann wird es wirklich sehr, sehr schwammig für die Substanz. Und ja, ich würde gerne eure Meinung wissen. Generell, die ETAs, die haben ja hervorragend versagt bei Heart Failure Trials, Bosentan etc. Und unsere Patienten sind ja, sage ich jetzt mal salopp, so Heart Failure Äquivalente. On the long run tun wir denen was Gutes an, wenn wir die unter eine Endothelin-Rezeptor-Antagonisierung tun. Oder müssen wir da nicht hochselektiv sein, ja, wen wir da auswählen, abgesehen, wer bekommt dicke Füße? Ja, ich glaube, Manzanar ist das beste Beispiel, dass man eine Präselektion vornimmt, wenn man dann die Substanz anbietet. Und das ist natürlich im klinischen Alltag ein Wahnsinn. Mhm. Aber ich glaube, der Dominik wird dann über Zenit CKD reden. Und das ist, glaube ich, die einzige Substanz, oder man sagt zumindest, die relativ spezifisch ist, obwohl man auch in der Phase 1 der Studie halt gesehen hat, dass mit höheren Dosen es doch zu einer signifikanten Flüssigkeitsretention kommt, trotz SGLT2-Hämmer zum Teil. Andreas, darf ich noch fragen, kannst du diesen Unterschied erklären zwischen Chronic Slope und Total Slope? Warum wurde der da eigentlich so gewählt? Ja, ich glaube, das ist immer diese Diskussion mit FDA, die relativ schwierig ist. Und die FDA hat dann immer nur das Sagen, wie primäre Endpunkte gewählt werden müssen. Nur es ist relativ spannend, dann das zu lesen, weil sie fangen auch da sehr bewusst eigentlich im Methodikteil mit sekundären Endpunkten an und kommen dann so im Umschlag von der einen Seite zur anderen dann zu diesen primären Endpunkten. Also es ist wirklich skurril, selbst im Press eigentlich so gewählt, kommt mir vor, dass man nach Möglichkeit halt diese Proteinurie viel prominenter darstellen will, wie sie eigentlich ursprünglich avisiert gewesen ist. Ja. Und nochmal untypisch fürs New England Journal, wo ja nun wirklich darauf geachtet wird eigentlich, dass da sehr puristisch gearbeitet wird. Springen wir kommen zurück zu der Substanzklasse. Nummer 9, ein sehr teures Steroid für eine sehr häufige glomeruläre Erkrankung. Ja, ist, glaube ich, noch nicht die einzige teure Substanz des heutigen Abends. Da wird es noch die finalen Ergebnisse der Nefigat-Studie vorstellen. Ein bisschen hat sich das eh schon angekündigt mit einer Publikation des ersten Teils ganz zu Beginn des Jahres. Und jetzt sind die finalen Daten eben der Efficacy and Safety-Analyse des eben Targeted Release Budesonid bei der IgA-Nephropathie herausgekommen. Das ist die Überlegung dahinter, also im darmassoziierten Lymphgewebe wird aberrantes IgA hergestellt, das sich komplexiert letztlich mit Autoantikörpern zu den Immunkomplexen, die dann pathogenetischer in der IgA-Nephropathie im Mesangium abgelagert werden. Also mit dieser Intention ist eben Budesonid, das erst im terminalen Ilium resorbiert wird und seinen Wirkort hier entfaltet, verabreicht worden in dieser Phase 3 multizentrischen, randomisiert, doppelblind, placebo-kontrollierten Studie. Patienten mussten eine biopsiegesicherte IgA-Nephropathie aufweisen, die nicht aktuell sein musste und im Durchschnitt auch schon mehrere Jahre zurücklag, sowie eine GFR von 35 bis 90 Milliliter pro Minute, also doch noch relativ gut erhaltene Nierenfunktion, sowie eine Protein-Kreatinin-Ratio von über 800 Milligramm pro Gramm. Wurde eben placebo-kontrolliert eine Studienphase von 9 Monaten eingeleitet, gefolgt von einer Observationsphase, die nochmal 15 Monate andauerte. Der primäre Endpunkt hier war die durchschnittliche EGFR-Entwicklung über
die gesamten 2 Jahre. Hier sieht man eben schon das primäre Outcome. Sehr linear in der Placebo-Gruppe der GFR-Verlust über die gesamten 2 Jahre. Interessanterweise kam es in der Nefikon-Gruppe initial zu einem Anstieg mit danach eigentlich auch linearem Abfall, wo sich die Differenz zwischen den beiden Gruppen allerdings über die gesamten 2 Jahre erhalten ließ. Das zeigt sich auch in den verschiedenen Subgruppen, stratifiziert nach der Proteinurie, wobei eben dieser initiale Anstieg besonders getragen wurde eigentlich durch die Gruppe mit einem geringeren Eiweißverlust. Das Ganze hat dann gemündet natürlich in einem niedrigeren Hazard Ratio des Composite Outcomes, des 30-prozentigen GFR-Verlusts bzw. des Nierenversagens, der Dialysepflichtigkeit, Nierenersatztherapiepflichtigkeit im Gesamtset einer Hazard Ratio von 0,45. Auch im sekundären Outcome analysiert wurde natürlich die Proteinurie. Hier zeigt sich interessanterweise der Tiefpunkt etwas später, nämlich erst 12 Monate nach Studienbeginn, also erst nach der abgeschlossenen aktiven Studienphase, mit danach allerdings schon auch wieder einem Anstieg eben der Proteinurie als ja letztlich auch Surrogatmarker. Budesonid, also Target-Release-Form des Budesonid, ist somit wohl eine schon effiziente Maßnahme, um auch den GFR-Verlust bei einer biopsiegesicherten Gerne-Vorpartie zu verzögern, mit einem Effekt, der 24 Monate wohl anhält. Es bleiben auch bei dieser Studie einige Fragen noch zu diskutieren, beziehungsweise ergeben sich ja dadurch auch erst einige Diskussionen. Die Intention von Budesonid in dieser Formulierung ist, die systemischen Nebenwirkungen, wie sie auch bei Testing zum Beispiel großes Thema waren, zu reduzieren. Ganz ist das sicherlich nicht gelungen, aber die systemischen Nebenwirkungen sind eher im einstelligen Prozentbereich gelegen. Es ist natürlich kein Head-to-Head-Vergleich mit einem systemischen Glukokortikoid oder auch mit einem anderen Budesonid. Sicherlich auch ein großer Kritikpunkt, jetzt auch im klinischen Alltag wieder, sind die sehr, sehr großen Kosten von auch ca. 10.000 Euro im Monat. Interessant wird, und ich glaube, wir werden auch im Verlauf des heutigen Abends noch mehr über Stasantan in so einer Indikation hören, wie es hier mit einem Vergleich aussieht. Und auch die SGLT2-Hämmer haben jetzt in dieser Studie eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt. Sie waren zwar nicht verboten, allerdings sind sie jetzt auch nicht irgendwie analysiert worden und wurden nicht bei sehr vielen Patienten eigentlich eingesetzt. Meine prinzipielle Frage, mich erinnert das Ganze ans Voclosporin. Warum nicht Budosan? Ja. Spaß an ganz berechtigte Frage und wahrscheinlich, oder wir haben halt keine Studie dazu, es gibt keine Daten. Und ob das Investigate Initiated kommen wird, ist die Frage. Wahrscheinlich, also finanziell wird es sich rechtfertigen. Ja. Ich glaube, finanziell ist es nicht möglich, weil du mit 100.000 Therapiekosten für natürlich. Meine, finanziell würde ich es rechtfertigen, Budesonid zu verwenden. Weil Investigate Initiate, weil wenn wir keinen sehen. Der Unterschied zwischen Voclosporin und Nefecon ist schon der Preis, weil Voclosporin hast du eine 3-Jahres-Therapiekosten von knapp 40.000 Euro und da hast du eine 9-Monats-Therapiekosten von 100.000. Es ist keine Rocket Science, es ist keine neue Substanz. Ich glaube, es ist weder besser wie das normale Budesonid, noch würde es mir irgendwie jucken, viele Patienten darauf einzustellen. Man sieht, wie die Marlies schön gezeigt hat, nach 12 Monaten schauen die Kurven genau gleich aus. Also du setzt da nicht wirklich an, mehr oder weniger die Erkrankung zu therapieren. Es ist nur eine Verzögerung der Progression. Und dann müsstest du die Patienten wahrscheinlich auf einen lebenslangen Nefecon setzen, damit du den Effekt erhältst. Ja. Und das ist schon nicht so. Und ich glaube, Iptacoban nächstes Jahr wird uns dann hoffentlich den Weg zeigen. Ich glaube, der Unterschied zum Voclosporin ist gar nicht so groß, wenn man Voclosporin zu einem generischen Sandimon vergleicht. Ja. Als irgendwie 10 Euro im Monat und kommst wahrscheinlich auf den gleichen Quotienten. Aber ja, also wie gesagt, ich finde es absurd hoch, der Preis. Also verstehe es nicht, ja.
Aber ich meine, anders als bei den Substanzen, die wir bisher besprochen haben, mit der Ausnahme der Hyponatremie, haben wir jetzt ja hier was, was in Frankreich, Österreich, Deutschland verfügbar ist. Gibt es denn einzelne Patienten, also wir haben es bisher nicht gemacht, wir sind aber auch kein Glomerulonephritis-Zentrum, gibt es einzelne Patienten, wo ihr sagen würdet, naja, all in, das leisten wir uns jetzt und wir würden das damit probieren? Naja, wir geben Budosan, also auch außerhalb des Labels sind ja viele, die 24 GFR haben oder so, ja, also 25 GFR. Da geben wir Also all in gleich. Ja. in Frage kommt das ja doch bei Patienten, die tatsächlich unter SGLT2-Hämmern nicht ausreichend kompensiert sind. Das sind schon mal ganz wenige, die dann nur noch überbleiben. Und dann haben wir eben tatsächlich das Problem, dass wir das günstige Budesonid aus Zulassungsgründen nicht einsetzen können. Das ist völlig widersinnig, aber ein riesiges Hindernis in Deutschland. Insofern gibt es schon mal Patienten, bei denen wir es diskutieren. Wir haben es de facto auch noch nicht gemacht, aber bei mehreren jetzt ernsthaft diskutiert und die so auf Wiedervorlage gelegt, wenn die unter SGLT2 nicht besser werden. Naja, wir haben schon viele EGA-Patienten, Patientinnen. Da ist die Proteinurie gar nicht so das Problem, aber wenn die mal runterrauschen, so unter 30, 40 GFR, dann bekommen die dann, weil es nichts anderes gibt, sozusagen. Ja. Gibt es ja auch welche, die so einen hematurischen Phänotyp haben und dafür weniger Proteinurie, und da hoffen wir halt, ja, dass es wirkt. Eben, das ist ja dann Aber oft so ein bisschen die letzte Hoffnung, den diesem Patienten gibt man dann mal einfach ein Prednison derzeit, oder? Weil für die Substanz haben wir jetzt auch wieder keine Daten bei einer GFR unter 30, wenn es eben dann sehr schnell geht. Und da bleibt man dann wieder beim, also wenn der SGLT2-Hämmer etabliert ist, die RAS-Blockade etabliert ist, natürlich, ja, das ist, glaube ich, mittlerweile Standard of Care, wie es aber in dieser Studie eigentlich noch nicht dabei war. Beziehungsweise die RAS-Blockade zum Teil sogar doppelt gegeben wurde, interessanterweise bei 4% der Patienten. Ich glaube, wie gesagt, die Daten aus der Testingstudie, wie sie dann letztlich durchgeführt wurde in der reduzierten Dosis und auch unter einer, ja, zum Teil schon antimikrobiellen Prophylaxe, sind eigentlich für diese seltenen, aber halt sehr schwerwiegenden Fälle schon ausreichend, dass man das dann auch so verabreicht. die antimikrobielle Prophylaxe bräuchten wir hier jetzt ja bei einem vor allen Dingen gastrointestinal wirksamen Steroid nicht wirklich, ne? Oder ist das systematisch gemacht worden? Also im Studienprotokoll? Nee. Gut. Zwei Studien in der Top 10, die nicht pharmakologisch oder nicht führend pharmakologisch sind, trotzdem extrem aufwendig. Eine sportmedizinische Untersuchung aus führend Deutschland, Matthias, mit eurer Beteiligung. Ja, wir waren dabei, kann ich behaupten, es geht um die DIA-TT-Studie. Also die Frage, ob man durch regelmäßiges Training an der Dialyse die Mobilität und die Lebensqualität von Dialysepatienten stärken kann. Die Studie ist gemacht worden auf der Basis einer Center Randomization. Es sind also 24 größere Dialysezentren randomisiert worden und die Hälfte dieser Zentren hat dann ein Trainingsprogramm den Patienten angeboten und die andere Hälfte diente als Kontrolle und hat Daten geliefert, aber die Patienten wurden regulär behandelt. Das Ganze lief über 12 Monate und ganz interessant ist in dem Zusammenhang auch der Patienteneinschluss, den man hier sehen kann. Also es wurden über 2000 Patienten gescreent und dann 1200 eingeschlossen. Am Ende blieben nur 917 für die Analyse übrig, was sicherlich schon dafür spricht, dass das kein Programm für jeden Patienten ist. Dreimal die Woche ein Training, Ausdauer- und Widerstandstraining. Und der primäre Endpunkt hatte auch was mit der Mobilität zu tun, nämlich ein Sit-to-Stand-Test, wie oft man also aus dem Sitzen aufstehen konnte in 60 Sekunden. Und im Weiteren dann sekundäre Endpunkte, unter denen neben Lebensqualität auch Hospitalisation und kardiovaskuläre Endpunkte dabei waren. Das Ganze konnte nur durchgeführt werden in den Zentren, indem man dort professionelle Physiotherapeuten für die Zeit beschäftigt hat,
Das hätte das Pflegepersonal niemals schaffen können. Und das Training wurde durchgeführt eben mit verschiedenen Übungen, darunter auch ein Ergometertraining an der Dialyse und solche verschiedenen Widerstandsübungen. Die Patienten haben das sehr gut aufgenommen, waren da sehr zufrieden mit. Und dieses Diagramm zeigt nochmal den Ablauf. Ich will eigentlich nur darauf hinweisen, dass eben so eine große Zahl von Patienten gesucht wurde und dann 57% von vornherein schon ausgeschieden sind und gar nicht mitmachen konnten. Am Ende dann in jeder Gruppe für die komplette Auswertung etwa 450 Patienten analysiert. Der primäre Endpunkt, Sit-to-Stand-Test in 60 Sekunden, ist bei den beiden Gruppen, also den konservativ und den mit Sporttherapie behandelten Patienten eingangs genau identisch gewesen und hat sich über 12 Monate aber unterschiedlich entwickelt, indem die Performance in der Kontrollgruppe eigentlich sogar etwas schlechter, in der Interventionsgruppe aber erkennbar besser geworden ist. Wir sehen es hier unten auch nochmal im Zeitverlauf bei diesen Patienten. Interessanterweise ist nicht nur die Mobilität durch das Training besser geworden, sondern es konnte tatsächlich eine zurückgehende Hospitalisationsrate und auch weniger Tage im Krankenhaus beobachtet werden in der Trainingsgruppe. Es scheint also ein gewisser positiver Effekt auch für die Resilienz oder Widerstandskraft dieser Patienten entstanden zu sein. Es ist Proof of Principle, es zeigt uns positive Effekte und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine stabile Finanzierung für dieses Konzept, dann könnten wir das in der Dialyse auch umsetzen. Und neben der Finanzierung natürlich auch die Mitarbeiter, die dann vor Ort das auch machen können. Was ja in Zeiten, das soll das jetzt nicht kleinreden, also es ist ganz toll, dass man sowas gemacht hat. Das ist, denke ich, wirklich eine ganz, ganz spannende Studie. Aber in den Zeiten, wo im Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden, zumindest in Deutschland, in Österreich, Frankreich wird es nicht völlig anders sein, Arbeitskräfte fehlen, träumt man natürlich davon, dass man die Physiotherapeuten da hinbekommen würde. Aber das wird ja extrem schwierig sein umzusetzen. Gibt es da irgendeine Idee, wie man das mit weniger Arbeitskräften hinbekommt, mit irgendwelchen pfiffigen Apps, Videos, die man laufen lässt oder was auch immer, dass die Patienten sich auch beschäftigen während der Dialyse, ohne dass jetzt wirklich die Physiotherapeutin im Zimmer sein muss? Dazu gibt es eine ganze Reihe Publikationen, unter anderem mit Apps oder Programmen, die über einen Bildschirm angezeigt werden, wo der Patient dann mitmachen muss. Sowas ist grundsätzlich möglich, aber bis jetzt hat eben keiner in der prospektiven Studie gezeigt, dass das auch richtig positive Effekte haben kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Training, was in DIATT gemacht worden ist, auch mit Hilfskräften machen könnte. Ich glaube, da braucht man wirklich qualifizierte Physiotherapeuten dafür, damit das gut durchgeführt werden kann. Die Pflege könnte das, aber die hat natürlich bei weitem nicht die Kapazität, das zu leisten. Ganz tolle Studie. Ich glaube, es gab ja auch so Publikationen, Auswirkungen auf CKD, MPD, also Parameter, Phosphatsenkung, ich glaube aus der Schweiz und so. Aber der Punkt, den das anspricht, ist, glaube ich, auch, dass sozusagen Fitness bei älteren Patienten, das sind ja, glaube ich, im Schnitt ältere Menschen, dass da auch für die Gesamtbevölkerung quasi ein Mangel an Angebot besteht. Also man kann nicht einem 70-Jährigen sagen, er soll einfach ins Fitnesscenter gehen, weil da ganz spezielle Anforderungen da sind. Also eine große Marktlücke in Wahrheit. Aber das zeigt die Studie ja gut, dass das in dieser speziellen älteren Population gut geht. Also, dass man eine bessere Phosphatelimination bei körperlicher Betätigung kriegt, ist in verschiedenen Studien belegt worden. Das ist ganz sicher so, ja. Darf ich kurz fragen, wie das von der Pflege angenommen wird, wenn ich probiert habe, mal so mehr Patienten zu motivieren, Sport und Dialyse zu treiben, dass die Pflege da sehr stark auf der Bremse steht, weil natürlich diese ganze Fahrräder und so weiter reinzuschleppen in die Dialyse immer wieder halt als mühsam
betrachtet worden ist. Wir haben das vor etlichen Jahren, als die Personalsituation in der Dialyse noch erkennbar besser war, mal gemacht mit solchen Fahrrädern an der Dialyse. Das ging damals noch, war bei den Patienten durchaus beliebt. Die Pflege hat es mitgemacht, mehr oder weniger tapfer. Heute bei der jetzigen Personalsituation halte ich das für völlig ausgeschlossen, dass der Pflege überzuhelfen. Das geht nur, wenn man dafür dezidiertes Personal kommen lässt, das alle Handgriffe in dem Zusammenhang macht. Dann ist es für die Pflege akzeptabel, das funktioniert ganz gut, aber die Zeit hat man heute einfach nicht mehr, um solche Sachen noch zusätzlich zu betreuen. Und die Idee, das an der Dialyse zu machen, klar, Phosphatelimination ist ein Argument. Ansonsten könnte man nicht sagen, naja, den gleichen Zeitaufwand mache ich dann außerhalb der Dialyse, wenn ich eben nicht das laufende System habe. Oder glauben wir, dass hier wirklich ein ganz spezifischer Effekt da ist und ein ganz spezifischer Benefit, wenn der Mensch wirklich in dem Moment der sportlichen Aktivität auch dialysiert wird? Das andere wäre ja einfacher. Die Phosphatelimination ist ein solcher Punkt, aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ganz banal. Wer bekommt ein Dialysepatient dazu, am dialysefreien Tag irgendwelche Anwendungen, sportliche Aktivitäten oder sowas zu machen, die medizinisch indiziert sind? Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Aber während der ersten 2 Stunden der Dialyse haben diese Personen nichts zu tun und die sind ganz froh, wenn sie auf diese Weise beschäftigt werden. Also nach der Beobachtung war das so, dass das bei den Patienten einfach gut ankam, dass die sich die ersten 2 Stunden an der Dialyse beschäftigen konnten. Gut, zurück zu den Medikamenten. Nummer 7, ein ganz altes Medikament, Spironolactone. Ja, in der Tat. Wir haben es ja gerade schon gehört, unsere Patienten sind nahezu alle Herzinsuffizienzpatienten und warum dann nicht ein ganz altes Therapieprinzip nochmal aufwärmen? Naja, ist klar, wir haben alle Sorge, dass bei Hämodialysepatienten die Hyperkaliämie unvertretbar ins Gewicht fällt. Aber umso interessanter ist das Alchemist-Trial, das in diesem Jahr auf dem ASN erstmals publiziert wurde. Ich glaube, die Vollpublikation ist noch nicht draußen. Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber auf dem Kongress wurde bereits berichtet, es ist ein RCT mit 644 Patienten, die initial keine Hyperkaliämie haben durften, um in die Studie reinzukommen. Und was man gemacht hat, ist, man hat einfach eine kleine Dosis Spironolactone 25 Milligramm eingesetzt, um eben kardiales Remodeling zu verringern und Herzinsuffizienz günstig zu beeinflussen. Und hat das getestet auf dem primären Endpunkt einer Kombination kardiovaskulärer Ereignisse und kardiovaskulärem Tod, so wie das üblich ist. Und natürlich ist die Safety, vor allem im Vordergrund die Hyperkaliämie, mit untersucht worden. Und was kam raus? Muss man leider sagen, die Studie ist komplett negativ verlaufen hinsichtlich kardiovaskulärer Endpunkte. Hat sich überhaupt kein Effekt des Spironolactone gezeigt. Das liegt also wirklich fast exakt auf der 1, die Hazard Ratio. Und das ist natürlich schon eine große Enttäuschung. Ich glaube, alle haben erwartet, dass man hier einen Effekt auf kardiale Ereignisse würde sehen können. Aber so war es eben nicht. Wenn überhaupt, dann war ein Benefit noch bei den jüngeren Patienten zu erkennen. Das ist hier die 2. Kategorie. Die älteren Patienten hatten sogar einen Vorteil, wenn sie kein Spironolacton bekommen haben, zumindest in der Tendenz. Und man sieht sehr deutlich in dem Diagramm, bei allen anderen Subgruppenanalysen gibt es eigentlich keine klaren Unterschiede, obwohl die Studie eine doch erkleckliche Patientenzahl hatte, haben wir hier wieder eine Dialysestudie, die ein Nullergebnis gegeben hat. Schade drum, eine Enttäuschung. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie sah es mit der Sicherheit aus? Die Sicherheit
war erstaunlich gut. Die Hyperkaliämie als das große gefürchtete Ereignis trat nicht häufiger auf als in der Placebo-Gruppe. Natürlich waren das selektionierte Patienten, die Hyperkaliämiker waren schon von vornherein ausgeschlossen, aber dennoch ist das ein interessantes Ergebnis. Ich habe jetzt noch keine Analysen gesehen, ob es einen Unterschied zwischen anurischen und nicht anurischen Patienten gegeben hat, aber auch bei anurischen Dialysepatienten kann Spironolacton ja einen Effekt haben, weil die Substanz auch die Aldosteronwirkung am Darm reduziert und damit einen Effekt erzeugen kann. Gynäkomastie war etwas häufiger bei den Patienten in der Verum-Gruppe und das ist nicht überraschend interessant, aber nur eine sehr geringe Patientenzahl ist, dass es etwas weniger Vorhofflimmern-Neumanifestation unter Spironolacton gab. Aber das reicht natürlich als Ergebnis für diese Substanz nicht aus. Also insgesamt schade, aber es reiht sich in die vielen Studien ein, die wir bei Dialysepatienten haben, wo wir eben leider keinen positiven Effekt erreicht haben. Ihr habt ja die Präsentation auf dem Kongress gesehen. Publiziert ist es noch nicht, wie du gesagt hast. Lag das daran, dass die Patienten zu kurz in der Studie drin gewesen sind und zu häufig abbrechen mussten? Wissen wir das schon, dass einfach die Zeit zu kurz gewesen ist? Ich weiß, es war unheimlich schwierig gewesen für die Kollegen, überhaupt die Patienten in die Studien einzuschließen. Patrick Rossignol hat da fast ein Jahrzehnt, glaube ich, für gebraucht. Ich weiß nicht, ob Dominik, ob ihr dabei gewesen seid. Auch es waren ja einige französische Zentren dabei gewesen. Also war es die zu kurze Zeit gewesen, Matthias? Ich glaube nicht. Das ist natürlich eine Denkvariante, aber das Ergebnis ist so mit der Hazard Ratio auf 1, dass das fast nicht sein kann. Es gibt scheinbar auch keine echte Tendenz, dass sich da im Verlaufe irgendwas entwickelt hätte. Man muss die Full Publication abwarten, bis man das richtig einschätzen kann. Aber Rossignol hat das auch nicht so interpretiert. Vielleicht zwei Punkte. Ich meine, es ist immer gut, wenn es prospektive Studien gibt. Vor einigen Jahren gab es ja Meta-Analysen von retrospektiven Kladderadatsch mit 50-prozentiger Mortalitätsreduktion. Und das Zweite ist, letztlich bestätigt die Studie die Physiologie. Das sind Arbeiten, die niedrig publiziert sind, aber wunderschön. Die Volumens quasi Systemkorrelation zum RAS-System zeigen. Ich meine, die Males kann sich erinnern, wir haben das RAS-System mit einem A ja bei Dialysepatienten einmal analysiert und das ist völlig chaotisch, weil es da gar keine Beziehung mehr gibt zum System. Und letztlich bestätigt die Studie, dass man einfach Niere, Flüssigkeitsoutput braucht, damit das sozusagen funktionell, eindeutig, wunderschön in einer Gesetzmäßigkeit steht. Das existiert nicht mehr. Also die Hoffnung war nur, dass es irgendwelche wunderbaren extrarenalen Effekte gibt von der Aldosteronblockade. Kennt ihr auch die Arbeiten mit der Phosphataufnahme ins Endothel, die ja auch aldosteronabhängig ist. Das ist einfach jetzt bestätigt worden, dass die Physiologie nun einmal so ist, wie sie ist. Und genau das Gleiche wird, mark my words, bei SGLT2-Hämatolyse-Studien rauskommen. Wird nichts rauskommen, genauso wie bei AC-Hämmern. Also es ist ein, hätte mich gewundert, wenn es kein 1,0 gewesen wäre. Da kann nichts rauskommen. Ja. Was soll's, ja. Aber ich denke, es ist toll und wichtig, dass die Studie gemacht wurde. Ja, das ist so wie, ja, natürlich. Kann man es ad acta legen, genauso wie die Statine. Ja, naja, Moment, die Statine kann man nicht ad acta legen. Der Bernd Gens hat eine wunderschöne Arbeit gemacht, dass sich das drittelt, je nachdem, was für Dialysepatienten man untersucht. Also die inflamed, chronic inflamed, hypoalbuminemen Patienten sterben schneller. Ein Drittel ist neutral und ein Drittel profitiert davon. Das ist nicht mehr weiter investigated worden. Da haben wir nur aufgrund der Frequenzstatistik halt diese Einheitsschuhgröße 43 passt nun einmal nicht für Dialysepatienten. Okay. Studie, 4D-Studie aber, und Aurora. Aber natürlich, diese Erkrankten sterben halt schneller. Die sterben schneller. Und genau, und herzinsuffiziente Dialysepatienten sterben am allerschnellsten. Und, ja. und andere profitieren aber davon. Das ist auch wichtig zu wissen. Das sollte man eigentlich weiter eigentlich bestätigen in prospektiven Studien, aber da ist natürlich keiner mehr interessiert von den Firmen dran. Aber das ist eine Studie, da kann man, die kann man drehen in 15 Richtungen.
es wird nichts rauskommen dabei. Ja, und es ist, wie gesagt, lustig, dass es gut publiziert ist. Ich glaube, HGKD und alles Mögliche aus retrospektiven Daten, dass es 50-prozentige Mortalitätsreduktionen gibt, das ja absurd ist. Ja. Es ist einfach nicht so. Und das haben wir jetzt den Nachweis darüber. Und es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass man das Kapitel schließen kann. Man kann natürlich Land to the Support noch einmal sagen. Ich sage es immer gerne meinen kardiologischen Freunden, dass 3/4 der Helfrifttherapie nur über die Niere wirkt. Ich meine, ihr habt einmal so eine Autorität bei euch gehabt, eine kardiologische, der ist dann gleich allergisch geworden, wie es geheißen hat. Finerenon ist eine nephrologische Substanz. Finerenon bei Herzinsuffizienz. Aus nephrologischer Sicht fühlt man sich ja so ein bisschen geschmeichelt. Eine nephrologische Substanz, die in einer Kohorte chronisch nierenkranke Patienten, Diabetes Typ 2, getestet worden ist. Zwei große Studien schafft es in die Herzinsuffizienzleitlinie. Also warum ist das so prominent? Frau Emrich, nephrologische Substanz, ja, also bitte, das... Primär an einer chronisch Nierenkohorte getestete Substanz. Lassen Sie uns einen kleinen Triumph, Herr Böhm, wenn wir einmal in der Nephrologie ein bisschen vorher sind. Natürlich ist eine nephrologische Substanz das ganze Brimborium mit antiinflammatorischen Effekten, die im Herzmuskel stattfinden, ist ein reiner Mäusespekulation. Ja? Das Ganze wirkt über die Niere. Und wenn man jetzt noch dazu sagt, dass Beta-Blocker-Renin auch noch inhibieren, hätten wir schon sogar 3,5. Aber bleiben wir bei den drei Substanzen, die über die Niere wirken, bei der Herzinsuffizienz. Dass ihr da nicht mehr Kontra gegeben habt. Also natürlich sind das nephrologische Substanzen, die über die Niere wirken, wie sonst. Ja. Wir haben es dann ja ein paar Wochen später mit Professor Brown dann versucht, nochmal auszugleichen. Aber auch hier, apropos Ausgleich, es steht ja ehrlicherweise jetzt ein Science. Es gab ja vor ein paar Jahren mal diese japanische Studie, da kann ich mich noch an die ASN-Präsentation erinnern, das ist glaube ich jetzt 10 Jahre her, die war wunderbar positiv, da war methodisch, je tiefer man reingeguckt hat, umso mehr Fragen eigentlich aufgepoppt. Ganz merkwürdige Definition und Klassifikation der Endpunkte, aber sie war positiv, sie ist im JACC publiziert worden. Jetzt haben wir die negative französische Studie. Eine Studie läuft noch, das heißt, auch wenn die Pathophysiologie vielleicht jetzt zu den französischen Ergebnissen passt, aber so ganz abgehakt ist es, glaube ich, noch nicht das Thema. Es gab auch im JASON eine Arbeit bei PD-Patienten, dass die RAS mit einer MA-Blockade keine Linksventrikelhypertrophie beeinflusst, günstiger aber das Pirono schon. Aber das waren halt immer nur sehr, sehr wenige Patienten und da kann, glaube ich, der Zufall, ich glaube, es war auch japanisch, bin mir nicht mehr sicher, spielt halt da eine ganz große Rolle. Okay, Zenit-Studie. Der Kontext dieser Studie ist, dass Endothelin 1 eine erhöhte Expression in chronischen Nierenerkrankungen gibt. Und also wenn Endothelin 1 erhöht ist, dann gibt es eine Schädigung der Gefäßsysteme, die Podotiden, die Fibrointerstitium und dem Mesangium. Und das wird ein Fortschreiten einer Chronik-Nierenerkrankungen betragen. Also es gibt einige Studien, die wir früher gesehen haben mit Andreas, die Duplex-Studie in FSGS, Studien in IgA-Nephropathie oder in Typ 2 Diabetes, die schon geschaut haben, dass es günstige Wirkungen über Nierenfunktion oder auf Albuminurie gezeigt haben. Diese Studien waren mit Sparsamtan oder mit Atrasamtan. Leider, wie Markus gesagt hat, dann haben wir mit hohen Dosen nicht selektiven Endothelin-Rezeptor-Antagonisten ein erhöhtes Risiko von Flüssigkeitsretention. Und diese Studie wird Dapagliflozin mit Sibotantan, eine hochselektive Endothelin-Antagonist-Kombination, testen. Also Dapagliflozin, wie Sie alle wissen, ist ein SGLT2-Inhibitor, die über Flüssigkeitsretention positive Effekte hat. Und wir haben also diese SGLT2-Inhibitor und ein hochselektiver EPA-Antagonist. Also das ist eine Phase 2b-Studie. Hier sind die wichtige Einschlusskriterien, das sind Erwachsene mit Chronic Kidney Disease, also eGFR über 20 Milliliter pro Minute und albuminäre UACR zwischen 150 und 5000
Milligramm pro Gramm. Diese Patienten hatten einen Masseindex unter 40. Also das ist hier die Studiendesign. Sie haben 447 Patienten. Das ist eine internationale Multicenter-Studie. Es gibt drei verschiedene Arms. Sibutantan 0,25 und Dapagliflozin 10 Milligramm. Sibutantan 1,5 und Dapagliflozin 10 und Dapagliflozin 10 Milligramm. Die Entwicklung, die Primary Endpoint, war eine Change in UACR von Baseline bis zu Woche 12. Und dann gab es Secondary Endpoints, die wir sehen werden. Insgesamt war die Studienpopulation Patienten mit einem Mittelwert von eGFR 47 Milliliter pro Minute und die UACR war 540 Milligramm pro Gramm. Und das ist die primäre Endpunkt, das war Verändern in UACR. Und da können Sie sehen, dass Sibutantan mit Dapagliflozin eine Bedeutung, Reduktion von Albuminurie gegen Dapagliflozin erreicht hat. Und das ist schon eine wichtige Result hier. Und das war erreicht nach 3 Wochen. Und dann nach 12 Wochen haben sie die Medikamente Sibutantan und Dapagliflozin taken away. Und da gab es eine zurück der Albuminurie zu Baseline. eGFR und Hochblutdruck haben Sie hier. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen für eGFR. Das ist keine Überraschung. Es ist 12 Wochen Studie. Und Hochblutdruck war ein bisschen besser mit den Endothelin-Antagonisten. Das kennen wir in Hypertonie-Studien. Das ist auch keine große Überraschung. Das war nicht statistisch dafür designed. Wichtig waren die Nebenwirkungen. Wir haben gesagt, dass Flüssigkeitsretention war eine importante Sache mit Endothelin-Antagonisten. Aber hier haben wir eine hochselektive Endothelin-Antagonist mit Dapagliflozin. Es gibt schon mit den hohen Dosen Sibutantan ein bisschen mehr Flüssigkeitsretention. Das ist Gewichtsnahme und auch mit den extrazelluläre Fluid Retention dispositiv gezeigt. Aber das ist nicht sehr, sehr important, wenn Sie diese 3% Patienten mit Fluid Retention in den Sibutantan plus Dapagliflozin Gruppe sehen können. Also nicht so, so wichtig in der Flüssigkeitsretention als in andere Vorherstudien. Bevor wir das jetzt diskutieren, Dominik, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das auf Deutsch gemacht hast. Wir hatten uns vorher überlegt gehabt, sprechen wir 5 Österreicher Deutsche jetzt Englisch. Du bist einer der, ich glaube, mir fallen nur 3 Leute ein in der Nephrologie, die gleichermaßen perfekt Französisch, Englisch und Deutsch sprechen können. Die anderen beiden sind Tilman Dröke. Deutsch nicht, das können Sie sehen. Nein. Nahezu perfekt. Tilman Dröke und Sarah Morell. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es auf Deutsch gemacht hast. Es war perfekt. So viel zum Sprachlichen, jetzt aber zum Inhaltlichen. Andreas. Ich kenne noch einen, den Alfred Mahr, aber der ist grundsätzlich rheumatologisch trainiert. Jedenfalls super spannende Substanz und ich bin gespannt auf die Zenit-HP-Studie. Und ich finde es auch gut, dass man halt hier vom ersten Teil weggegangen ist und gesehen hat, als Sibo doch einiges an Flüssigkeitsretention gemacht hat, dann die niedrigere Dosis zu testen. Ja, wir werden sehen. Größere Studie, mehr Patienten und hoffentlich eine Zulassung, weil Kombinationstherapien sind dringend notwendig. Ja, diese Zenit-HP, ich weiß nicht, wenn Sie alle diese Studie kennen, aber dass wir den Patienten mit einer höheren Proteinurie und dann lange Follow-up und dann werden wir die Effekte über eGFR auch sehen, das ist sicher viel wichtiger als diese Zenit-CKD. Das ist nur Phase 2b, ja sicher. Und das wird dann die Phase 3 Outcome-Studie, die dann darüber entscheiden wird. Warum hat man auf die GFR nichts gesehen? Müsste da nicht ein bisschen hämodynamischer Effekt eigentlich da sein des Endothelin-Antagonisten?
Ja, aber das war ganz, ganz kurz und dann kannst du keinen Unterschied sehen zwischen Gruppen. Ich glaube, es ist nicht hohe Dosen von Sibotantan. Wahrscheinlich deswegen hast du keinen hemodynamischen Effekt, würde ich sagen. Also ich wäre jetzt, wie gesagt, so nach 15 Jahren eben den Concern der kardiovaskulären Sicherheit. Also noch einmal, unsere CKD-Patienten sind Heart-Failure-Patienten pro forma mit steifen Ventrikeln etc. Jetzt perturbieren wir dieses Flüssigkeitssystem, auch wenn man es nominell im Niedrigkonzentrationsbereich nicht sieht. Also ich würde da extremes Augenmerk legen auf Herzmeer, Ultraschall etc. nach 5 bis 10 Jahren bei aller Begeisterung. Wenn wir uns da so Biomarker anschauen wie die Albuminurie, tun wir dem Patienten langfristig was Gutes. Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass der Blutdruck wirklich dramatisch sich gebessert hat. Also minus 8 mm Hg in der Kombinationstherapie. Und dass die Substanz natürlich auch als unfassbar gutes Antihypertensivum dann eingesetzt werden kann. Und ein Schuft, wer Böses denkt und jetzt die Markteinführung ungefähr in die Zeit projiziert, wo der Patentschutz für die originären SGLT2-Inhibitoren verloren gehen wird. So ein bisschen zeitlich ähnlicher, wie es bei den DOACs und den Faktor-11-Inhibitoren laufen sollte. So ganz sicher sind wir uns jetzt ja nicht mehr, ob es so noch so laufen wird. Naja, Zibotentan ist eine sehr, sehr alte Substanz, die eigentlich, glaube ich, meines Wissens nach gegen Prostatakarzinom entwickelt worden ist. Und es ist sicherlich ein gewisses Recycling, aber es ist trotzdem der selektivste Endothelin-Antagonist, der am Markt ist oder halt vielleicht auf den Markt kommen wird. Aber es passt ja für den Hersteller ganz praktisch, wenn dann der Markt in 2, 3 Jahren damit erreicht werden kann, ist genau der Moment, wo der Patentschutz fürs DAPA verloren gegangen sein wird. Gell? Aber Gunnar, die Kombinationstherapie wird keine 20.000 US-Dollar im Monat kosten. Also das ist sicherlich der große Vorteil für uns auch, ja. Auf jeden Fall, trotzdem ist es mir ein Schmunzler wert, dass es ausgerechnet jetzt in die Phase-3-Studie reingeht. Warum nicht 5 Jahre vorher oder 5 Jahre später, gell? Trotzdem sollten wir uns freuen, dass es kommt, um Gottes Willen, wenn es denn dann den Vorteil in der Phase-3-Studie zeigt. Wird es noch andere Dosierungen geben? Es wundert mich ja doch, dass der Unterschied irgendwie 6-fach höher war in den 2 Zibotentan-Dosierungen. Weiß das jemand? Oder? Die Dosis von der Zenit-HB-Studie, ich glaube, es werden nur 0,25 genommen. Genau, und die andere waren die 1,5, oder? Und initial auch 5 Milligramm, aber 5 war ja vom Sicherheitssignal her. Ja, genau. Es gab initiale Dose-Testing und das war 5 Milligramm, was bei vielen Flüssigkeitspräsentationen. Mir kommen nur die Unterschiede einfach sehr groß vor, eigentlich prozentuell zwischen diesen Dosierungen. Gut, ein letztes Mal Endothelin-Rezeptor-Antagonisten Nummer 5, PROTECT. So, jetzt werden wir wieder über IgA-Nephropathie sprechen. Die PROTECT-Studie, die hat diese Sparsentan-Einzelmolekular-Dual-Antagonist für Endothelin-Unantagonist unter Angiotensin 2 im Kontext der IgA-Nephropathie studiert. Also das ist eine Phase-3-Studie. Wer waren die Patienten in dieser Studie? Das sind Erwachsene, die biopsy-proven IgA-Nephropathie hatten, mit einer Proteinurie über 1 Gramm pro Tag und eGFR über 30. Sie hatten ACE-Inhibitors oder ARBs früher und das war die Hochblutdruck hier. Es gab einige Exclusion-Criteria, nämlich schwere Inflammation über die Nierenbiopsie, mehr als 25% glomerulare Kretzenten. Und das war die Studiendesign. Also die Patienten waren randomisiert, Sparsentan oder Irbesentan. Und es gab eine Zwischenanalyse, die in April 2023 in Lancet publiziert war. Und diese Zwischenanalyse hat Albuminurie gesehen und dann können Sie sehen, dass die Patienten mit Sparsentan eine bedeutende
Verbesserung der Albuminurie gegen Irbesanten hatten. Das ist ganz klar her. Und dann können Sie hier die Zeitpunkte für diese Albuminurie sehen. Es war also ganz früh, für 4 Wochen nach der Studie, gab es schon eine schöne Verbesserung der Albuminurie. Also jetzt werden wir über diese letzte Teil der Studie sprechen. Das war in ASN gezeigt. Ganz kurz, die Studienpopulation, die Patienten waren 47 Jahre alt in Mittelwert. Die Nierenbiopsie war insgesamt 4 Jahre früher als die Studie gemacht. Das war IgA-Nephropathie, ganz klar. Und die Proteinurie, das war 1,3 Gramm pro Gramm insgesamt und IGF war 57. Hier haben Sie die eGFR-Slope, also wie war es? Es war besser in Gruppe mit Sparsantan. Wenn Sie die Chronic Slope sehen, das haben wir früher gesprochen, die Total Slope, das ist ohne die initiale Änderung, das war nicht signifikant, 0,06, aber die Chronic Slope, das war signifikant. Es gab auch einen zusammengesetzten Chronic Kidney Disease Endpunkt und das war leider nicht signifikant, aber sonst war es also leicht besser mit den Patienten mit Sparsantan, aber nicht signifikant. Nebenwirkungen waren ähnlich in den zwei Gruppen, keine Änderung mit Sparsantan. Also jetzt können wir diskutieren, welche Patienten, wenn die Preis der Sparsantan nicht so teuer ist, welche Patienten werden potenziell diese Treatment haben. Also potenziell die Patienten, die schwere Proteinurie, also Proteinurie wegen SGLT2-Inhibitor und Top-Baseline-Treatment für die IgA-Nephropathie wegen dieser Treatment schon Proteinurie höher als 1 Gramm pro Tag haben. Also entweder ohne oder mit Hämaturie, das ist nicht so klar, aber ich weiß nicht genau, wie Sie es sehen. Ich glaube, es wird wirklich über den Preis sein. Ja, ich finde den Flowchart ein bisschen seltsam, weil wir geben eigentlich allen IgA-Patienten, also auch wenn sie wenig Proteinurie und viel Hämaturie haben, einmal einen SGLT2-Hämmer. Ich fände IgA noch am interessantesten für Sparsentan, weil eben positive Effekte zumindest experimentell auf die mesangiale Expansion gezeigt worden sind. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt viel mehr, wir haben uns gedacht, bei Empa-Kidney haben wir es hinter uns mit Chronic und Total Slopes beschäftigen müssen. Und ich habe jetzt zumindest viel herum mit unseren Statistikern getan. Also erlaubt ist der Chronic Slope. Es ist kein Trick, glaube ich. Es ist, glaube ich, wirklich so, dass der Chronic Slope durchaus zulässig ist. Vergleich mit Starten auf der Autobahn und der Beginn wird abgerechnet für die Durchschnittsgeschwindigkeit, das erscheint mir plausibel zu sein, ja. Wir brauchen längere Daten, ja. Wobei ja trotzdem auch das Ausmaß des initialen Slopes eine Bedeutung haben muss, weil egal wie schnell du jetzt auf der Autobahn fährst, wenn du viel zu lange brauchst, um loszufahren, braucht es ja auch lange, um es wieder aufzuholen. Ja, gut, ich weiß nicht, wie schnell du auf die Autobahn auffährst. Ich glaube, ihr seid ja alle schnell in Deutschland. Das ist vernachlässigbar. Da gibt es große Unterschiede zwischen Matthias Gerndt und mir. Wir verraten nicht, in welche Richtung. Wir verraten nicht, in welche Richtung. Vielleicht an der Stelle aber, wo wir gerade bei Zahlen sind, ganz kurz einmal erklärt, wie haben wir das hier zusammengestellt? Ich hätte einleitend gesagt, ich sage es zwischendurch mal. Wir hatten zu SIPT heißt wir 6 plus Insa Emmerich, die heute nicht dabei ist, weil sie eine der ganz wenigen Dinge zu tun hat, die noch wichtiger sind als Markus Atom, jeweils geblindet voneinander die aus unserer Sicht 10 wichtigsten Studien aufgeschrieben gehabt im Bereich Nephrologie, Hypertensiologie. Jetzt ist, glaube ich, zu unserem gemeinsamen Bedauern so ein bisschen Hypertensiologie hier nicht entsprechend oft genannt worden, sodass wir sehr, sehr nephrologisch fokussiert sind. Das war der Ansatz gewesen. Und dann haben wir uns die 15 Studien
genommen, die mindestens zweimal genannt worden sind und haben dann innerhalb dieser 15 Studien nochmal Punkte vergeben. Dann letztendlich gesagt, diejenigen Studien, auch das wieder blind voneinander, mit den höchsten Punkten ranken wir am höchsten. Bei Gleichstand hatten wir dann die Anzahl der Nennungen zu Beginn gemacht. Wieder sehr kompliziert, aber, und das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil, wirklich völlig blind voneinander. Ich betone es bewusst ein drittes Mal. Das heißt, es hat nicht der eine vom anderen abgeschrieben, sondern das, was wir hier erstellt haben und noch erstellen werden in den nächsten 30 Minuten oder so, ist unsere gemeinsame subjektive Einschätzung eines ganz spannenden nephrologischen Jahres. Ist jetzt alles gesagt zu den Endothelin-Antagonisten? Dann ein ganz anderes Gebiet der Nephrologie, von dem manche Nephrologen gar nicht wissen, dass es zur Nephrologie dazugehört, nämlich Nierensteine. Auch dieses Thema durften wir im Laufe des Jahres mit den Senior Authors der Studie diskutieren. Markus fasst es jetzt nochmal zusammen, die No-Stone-Studie. Ja, also ich glaube in Österreich und Deutschland ist die sozusagen die Steinwissenschaft, glaube ich, nicht so ganz Teil der Nephrologie, aber in der Schweiz ist es auf jeden Fall. Wir betreiben es auch ganz, ganz interessiert bei unserem Zentrum. Und kurz gesagt, wir wissen, dass am häufigsten die Calcium-Oxalat-Steine sind. Wenn man die ansieht, sind sie schon schmerzhaft. Und die Therapie dieser Steine ist eher polypragmatisch, viel trinken, eher wenig Salzkonsum, bestimmte dietäre Modifikationen, ansonsten eher versuchen, vielleicht den pH zu heben, wenn man eine Metaphylaxe macht. Und in den Guidelines, so wie sie hier auch stehen, aus den rezenten EAU-Guidelines, sind die Tiazide, weil sie eben die Calciumausscheidung günstig beeinflussen, bei Steinbildnern. Und wir haben, wie schon besprochen, den Daniel Fuster bei uns gehabt. Und so wie ich es mir irgendwie interpretiere, ist das so eine Art Lebenswerk von ihm. Er hat nämlich sich die Frage gestellt, ja, worauf beruht das Ganze eigentlich? Gab es dazu wirklich Studien und nicht nur einige wenige kleine so Fallserien? Und ist dem mit den besten möglichen Methoden auf den Grund gegangen und hat also über 400 Frequent Flyers genommen, die also immer wieder Steine bekommen, hat dazu zwei Endpunkte genommen, nämlich also klinisch symptomatisch plus auch radiologisch. Also das Ganze ist ein enormer Aufwand gewesen, weil es mussten ja multizentrisch mehrere Zentren beteiligt sein. Das Ganze war Placebo kontrolliert. Also es mussten doch alle instruiert werden, wie sie die Patienten klinisch erfassen, und die Patienten mussten dann in CTs gesteckt werden. Was rausgekommen ist, das finde ich immer schön, wenn Leitlinien umfallen, ist, dass gar nichts rausgekommen ist. Also sie haben das sehr genau gemacht, haben dann auch die Tiazide dosisabhängig eingestellt bei den Patienten, haben die Calciumausscheidungen gemessen, da gab es auch einen Einfluss, aber letztlich ist weder im primären Endpunkt symptomatische oder radiologische Rekurrenz der Nierensteine, wie auch im relevanten symptomatischen Rekurrenz der Nierensteine ein signifikantes Ergebnis rausgekommen. Vielleicht solche Studien sind jetzt natürlich einerseits interessant, weil sie künftig das praktische Tun und Handeln beeinflussen, aber die Studie kann man eigentlich auch, weil die Patienten ja sonst internistisch nicht wirklich krank waren, also auch eine Tiazid-Monostudie betrachten. Und man sieht deutlich die klassischen Nebenwirkungen, und bei allem, was jetzt die diversen Fachgesellschaften sagen zur Blutdrucksenkung, muss man sich bewusst sein, dass wir es hier mit einer nicht ungefährlichen Substanzklasse zu tun haben. Der New Onset des Diabetes war erhöht, Gicht war erhöht. Ich habe ein Paper auch vorgeschlagen, das in einer Nierenzeitschrift vorgekommen ist. Gibt es jetzt sehr schöne mechanistische Daten, dass also auch die Beta-Zelle deutlich inhibiert wird in der Insulinsekretion. Also die Tiazide haben es schon in sich, und wir alle kennen natürlich die Hyponatremien bei Tiaziden. Das heißt, in Zukunft müssen die Guidelines neu geschrieben werden. Tiazide haben keinen Stellenwert mehr in der Nierenstein-Metaphylaxe. Also keine neue Substanz, sondern eine Substanz weniger. Es ist natürlich schade, ja. Es geht uns wieder was verloren, von dem wir gehofft hatten, dass es hilft, aber die Daten sind wunderbar. Das ist eine toll gemachte Studie. Man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir da über lange, lange Jahre auf dem Holzweg waren.
Man gespannt sind wir, weil wir jetzt gewohnt sind, dass Fuster und Coworker sehr, sehr genau arbeiten auf die SGLT2-Hämmerdaten. Da gibt es zumindest retrospektiv eine 50-prozentige Risikoreduktion, sehr schöne experimentelle Arbeiten. Und das Sweetstone-Trial, ich hoffe, es kommt bald raus. Ich glaube, wie wir mit ihm gesprochen haben, hat das schon fertig gehabt, die Studie. Vielleicht haben wir da jetzt stattdessen eine neue Substanzgruppe. Die Sweetstone-Studie, die Studie ist abgeschlossen. Wir haben eine Database-Lock in den nächsten Wochen. Das Sven ist auch beteiligt. Wir wissen die Resultate nicht. Die Daten, die Sie angesprochen haben, betreffen diese großen kardiovaskulären Outcome-Studien bei Diabetikern plus Registerdaten aus Dänemark, wo man gesehen hat, dass Patienten, die einen GLP-1-Agonisten versus einen GSGLT-2-Inhibitor, die mit dem SGLT-2-Inhibitor hatten ein 50% reduziertes Steinrisiko. Bei Diabetikern, das ist die Evidenz, explorative Analysen, observationelle Daten. Es gibt Daten auch von der Gruppe in Lausanne und anderswo, Urinvolumen geht drauf, wissen wir, oder? Punkt 1. Punkt 2, Citrat wurde auch schon gezeigt, dass das raufgeht. Mechanismus nicht ganz klar. Harnsäure geht auch rauf. Fraktionierte Ausscheidung geht rauf. Also verschiedene Faktoren. Urin-PA sind wir nicht ganz sicher, was passiert. Oder? Darum haben wir der Sweetstone haben mit Calciumbildner und Harnsäurebildner angeschaut. Oder auf den Surrogatparameter. Also keine Outcome-Studie, aber auf den Surrogatparameter Supersaturation. Und die Idee ist, wäre natürlich, wenn wir jetzt riesige Unterschiede sehen würden, ist natürlich schon die Hoffnung, dass man eine Outcome-Studie machen könnte. Wir haben, das sind Nicht-Diabetiker, die wir angeschlossen haben in Switzerland. Ne? Also dass die waren normoglykäm und wir werden sehen, also ja, die SGLT2-Inhibitoren haben uns schon häufig überrascht. Und vielleicht machen Sie das ein weiteres Mal. Aber die Daten sind noch nicht da. Wir können leider noch nicht mehr sagen zu diesem Thema. Dann droht dafür Sie vielleicht die nächste Einladung von uns an Sie, weil diese Entwicklung der SGLT2-Inhibitoren über das gesamte Feld der Medizin ja so phänomenal ist, dass wir das natürlich mit großem Interesse verfolgen. Die Einladung zu uns ist schon ausgesprochen. Und worauf wir auch noch warten, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, Markus, es sind ja auch zusätzlich noch spannende Knochenuntersuchungen mitgelaufen. Die haben, glaube ich, nach Knochendichte geguckt. Auch das ist unter der THC-Therapie ja eine in diesem Fall möglicherweise erwünschte Nebeneffekte, dass es da zu einer Verstärkung der Knochendichte kommen könnte. Dominik, wie siehst du das mit den Thiazinen in der Primärprophylaxe, der Hypertonie? Stehen die zu weit oben? So. Wir haben ja jetzt die neuen europäischen Hypertonie-Leitlinien, die haben wir jetzt nicht in unserer Top 12 dabei, die ja so ein paar alte Fragen neu aufgeworfen haben, den Beta-Blocker wieder ein bisschen hochgruppiert haben, aber so ein bisschen halbherzig. Die Thiazine stehen genauso weit oben wie ACE-Hämmer, AT1-Antagonisten, Calcium-Antagonisten. Sollten wir da restriktiver sein in deinen Augen? Also wenn du mit den anderen Klassen vergleichst, dann gibt es mit den ACE-Inhibitors und ARBs und dann die Calcium-Antagonisten und die Thiazinen, das sind die drei Klassen, die Mortalität verbessern, die MACE verbessern und die also Secondary Nebenwirkungen, also nicht so schlecht wie die anderen haben. Deswegen sind die drei Klassen und die Beta-Blocker, die in den letzten ESH-Guidelines ein bisschen höher gewesen sind. Das ist nur, meiner Meinung nach, das ist nur sag Affichage, das ist nur, weil viele Leute, die es brauchen, wegen die kardiovaskulären Erkrankungen, aber es gibt keine neue Studie, die sagen. Also. Das heißt, bei den nur Hypertonikern weiter nicht First Line, sondern bei den nur Hypertonikern weiter ACE-Hämmer, AT1-Antagonist, Thiazide, dann weiter und Calcium-Antagonisten. Ja, aber das beruht ja auf der, ich glaube, 2002 publizierten großen Allhardt-Studie. Ja, also die war halt sehr groß und so weiter, aber ich glaube, in der Hypertonie sind wir ja auch noch weit entfernt von Precision Medicine und ich denke mir schon, man sollte das wissen. Also wenn ich einen Patienten mit CKD und Diabetes vor mir habe, ist die Frage, ob ich es nicht auch ohne Thiazide schaffe. Um zumindest seine metabolische Situation zu verbessern, nämlich schon an diesen vielen Stellschrauben versuchen zu drehen. Ja.
Aber du brauchst in CKD Patients brauchst du 2 oder 3 Medikamenten. Und wenn du die ACE-Inhibitors oder ARBs hast, dann ist es wahrscheinlich besser, über die Volemie zu spielen, die Flüssigkeitsretention. Und dann, wenn du die Thiazide nicht nützt, dann musst du Loop Diuretics haben. Und ich glaube, es ist logisch, dir eine Diuretik zu haben, wenn du 2 oder 3 Medikamenten brauchst. Und da haben wir einen protein-Uri-reduzierenden Effekt, ja auch der Thiazide. Ja. Also bei CKD ist das alles völlig richtig. Aber in der primären Hypertonietherapie stehen die Thiazide doch hinter den Angiotensin-Hämmern und den stoffwechselneutralen Calcium-Antagonisten eindeutig in der dritten Reihe. Und so lese ich auch die Guidelines. Ich glaube, bei den Patienten müssen wir wirklich auf die Diabetogenität, auf die Erhöhung der Triglyceride und solche Stoffwechsel-Effekte durchaus achten. Bei CKD ist das überhaupt keine Frage, da sehe ich das genauso. Gut, kommen wir zur Top 3. Nummer 3, nach der Schweizer Studie, jetzt eine rein deutsche Studie, sehnsüchtig erwartet und dann aber doch im brechtschen Sinne mit vielen offenen Fragen am Schluss, Matthias. Ja, das ist so und man muss ja sagen, wir reden ja jetzt jedes Jahr über das Thema Antikoagulation bei vorhofflimmernden Dialysepatienten, also auch in diesem Jahr wieder. Und die eigentlich schön konzipierte Studie ist jetzt erschienen, nachdem sie wegen schwacher Rekrutierung eben vorzeitig oder zeitgerecht beendet werden musste, aber mit zu wenig Patienten. Nämlich der Vergleich von Apixaban gegen Fenproconazol bei Hämodialysepatienten mit Vorhofflimmern. Der Plan war, 222 Patienten zu rekrutieren und letztlich wurden es dann nur 97, was die Aussagekraft natürlich einschränkt. Ich habe nochmal in die Ausschlusskriterien geschaut, da waren natürlich das valvuläre Vorhofflimmern ausgeschlossen. Es waren aber auch Patienten mit Malignom-Vorgeschichte und Patienten ausgeschlossen, die eine ASS-Indikation hatten. Es waren dann nachher doch ASS-Patienten in der Studie drin, aber nicht so schrecklich viele. Und die Intervention war niedrig dosiertes Apixaban versus Fenproconazol mit einer Zieldosis für ein INR zwischen 2 und 3. Der primäre Endpunkt war vor allem durch die Blutungen getrieben, aber auch die Gesamtsterblichkeit. Und die sekundären Endpunkte waren dann die kardiovaskulären Ereignisse. Nun, was waren das für Patienten? Das waren vor allem männliche Patienten mit hohem Lebensalter, 74 bis 75 Jahre und einem BMI um 28 bis 29 und die hatten alle einen ganz erklecklichen CHA2DS2-Score. Man kann also wirklich sagen, selbst wenn man den CHA2DS2-Score als Richtschnur benutzt, um zu beurteilen, ob Dialysepatienten antikoaguliert werden sollten oder nicht, dann waren das sicherlich Hochrisikopatienten hier in dieser Studie. Sie waren aber auch im hohen Risiko für Blutungen, denn auch der HES-Bled-Score war hoch, was uns am Ende sagt, diese Scores helfen uns für eine Stratifizierung der Patienten nur sehr bedingt. Ein ganz interessantes Detail der Studie, dass unter Apixaban die große Mehrzahl der Patienten die Medikamente sehr regelmäßig eingenommen hat, während unter Fenproconazol eigentlich nur eine kleine Zahl der Patienten überhaupt langfristig im Target Range gewesen sind. Und das sieht man eben in verschiedenen anderen Studien auch. Die Einstellung von Vitamin K-Antagonisten bei Dialysepatienten ist nicht ganz einfach. Und das spielt dann natürlich auch für die Ergebnisse irgendwo eine Rolle.
Hier ist der primäre Sicherheitsendpunkt aufgeführt. Man sieht schon sehr deutlich, es gibt zwischen beiden Gruppen keinen Unterschied in der Sicherheit. Das ist so ein bisschen im Widerspruch zu anderen Arbeiten, die wir gesehen haben, wo man ja bei Fenprocomon eher ein höheres Blutungsrisiko gesehen hat. Hier also dieses Signal nicht. Und die Effektivität leider auch kein Unterschied zwischen beiden Studienarmen, sodass man sagen kann, die Einstellung auf Fenprocomon ist weder effektiver noch sicherer im Vergleich zu dem NOAC, das hier in der niedrigen Dosierung verwendet wurde. Leider haben wir damit wieder keine Antwort auf die Frage, ob eine Dauerantikoagulation bei diesen Patienten überhaupt sinnvoll ist. Das bleibt eine offene Frage, die wir ja alle auch schon sehr kontrovers diskutiert haben und wo vieles dafür spricht, dass eben beide Arten der Antikoagulation für die Mehrzahl dieser Patienten gar nicht das richtige Konzept ist. Denn wir haben eben einfach sehr viele Blutungsendpunkte hier in der Studie. Auch die Studie hatten wir im Jahresverlauf diskutiert gehabt mit den Autoren. Da ist so ein bisschen, Herr Bauer sagt es, war da bei uns gewesen, gesagt worden, naja, das waren zwar viele Blutungen, aber es waren ja auch dann non-major clinical relevant bleedings, aber ich sehe das genauso wie du. Und wenn man alle vier Studien, die wir jetzt haben, nebeneinander legt, dann ist die Anzahl der Blutungen so hoch, dass ich sie fast als prohibitiv sehe, während die Anzahl der Apoplexe ja erstaunlich gering sind. Klar, man kann jetzt sagen, da sind so wenig Apoplexe, weil ich vergleiche ja zwei verschiedene Antikoagulantien. Aber in jedem Fall muss man ja sagen, wir erkaufen uns das mit einer phänomenal hohen Blutungsrate. Und in mehreren Studien erreicht dann die Ordinate ja fast am Schluss die 100%. Das heißt, kaum ein Patient mit einer relativ kurzen Follow-up-Zeit, wenig Patienten, die eben nicht eine Blutung oder andere relevante Nebenwirkung da haben. Bleibt die Frage, Matthias, nach dem Okluder. Und das vielleicht noch letzter Kommentar von mir dazu, das müssen wir beiden jetzt als die beiden Deutschen hier miteinander besprechen. Da können die österreichischen und französischen Kollegen nichts dafür. Aber es ist natürlich auch, ich sage jetzt bewusst das provokant, erbärmlich. Auch das hat man schon ein paar Mal an verschiedenen Stellen gesagt, dass wir es in Deutschland mit 80.000 Dialysepatienten, von denen 10.000 mindestens Vorhofflimmern haben, wahrscheinlich ja mehr, es nicht schaffen, 222 in so eine Studie einzuschließen. Das heißt, Blick nach vorne. Wir sollten zumindest jetzt die laufende Studie zum Okluder, die aus Lübeck von Herrn Eitel koordiniert wird, aktiver unterstützen, um zumindest da auf eine dreistellige Zahl von Patienten zu kommen. Es ist ein extrem ambitioniertes Projekt. Es geht nur zusammen. Es geht nur kardiorenal in einem ganz engen Zusammenarbeit zwischen Nephrologen und Kardiologen. Und wir wollen die Studie auch international durchführen. Also neben Deutschland wird auch Frankreich und Tschechien an der Studie teilnehmen. Und wir haben ja schon jetzt auch über Zahlen geredet. Was brauchen wir denn, um wirklich einen Effekt zu zeigen? Und das ist das Ambitionierte. Wir wollen 430 Patienten in diese Studie einschließen. Alle Patienten mit Vorhofflimmern und einer GFR kleiner 15 eignen sich für die Studie, werden dann 1:1 randomisiert in die interventionelle Gruppe oder in die Best Medical Care Gruppe. Die Studie ist einerseits einfach, aber natürlich auch unglaublich schwer. In dieser Indikation sind die meisten gescheitert, sogar mit massivem Pharma-Support. Also Sie haben es bei Renal AF gesehen. Ne? Also da war natürlich Bristol-Myers Squibb und Pfizer dahinter. Diese Studie hat einfache Einschlusskriterien, aber natürlich brauchen wir vor allem die Nephrologen, die einen sehr guten Zugang zu den Patienten haben, die mithelfen, die Patienten zu überzeugen. Und unabhängig von der Studie, muss ich sagen, ist für mich hier zumindest die Antikoagulation in welcher Form auch immer weit zurückgerückt, sodass ich fast in der Primärprävention nur noch zwischen Okluder oder gar nichts zu machen entscheide. Ja, also völlig d'accord und nochmal der Hinweis, wir haben eben ganz viele Patienten, die haben auch eine KHK oder die haben eine PAVK und die haben eine Indikation für eine Thrombozytenaggregationshemmung. Und das sind ja nun Patienten, bei denen das Blutungsrisiko nochmal erkennbar höher ist und dann eigentlich eine plasmatische Gerinnungshemmung gar nicht mehr akzeptabel erscheint.
Wobei ich dann ja, wenn ich das noch gerade sagen darf, dann könnte ich ja im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich habe eine volle Antikoagulation, das letzte koronare Ereignis ist länger als ein Jahr her, dann könnte ich ja auf den Thrombozytenaggregationshemmer verzichten, könnte das ja mit der oralen Antikoagulation laufen lassen. Ja, aber um völlig den Preis, richtig. Ja. Oder ich könnte Clopidogrel statt ASS nehmen. Nur die Wirklichkeit sieht anders aus. Darüber wird gar nicht reflektiert. Und sehr viele Patienten haben ASS und kriegen dann bei unseren kardiologischen Freunden mitunter immer noch das Marcomar dazu verordnet. Das ist eben nicht der richtige Weg. Es ist halt wie fast jede Studie zur Antikoagulation bevor Flimmern an der Dialyse wieder eine Enttäuschung letztlich gewesen. Und es war so super, dass Sie jetzt gezeigt haben, auch, wie schlecht diese Time in Range mit Marcomar ja eigentlich ist. Und trotzdem kann ein Apixaban nicht überzeugen und macht es nicht besser, die ganze Situation eigentlich. Hat mich auch etwas überrascht, denn eigentlich hätte man ja wirklich einen Benefit, zumindest in der Sicherheit des Apixaban sehen wollen. Warum bringen wir so wenig Patienten zu den Occluder-Devices? Das ist ja auch ein Thema, das sehr stiefkindlich, glaube ich, auch in Deutschland behandelt wird. Aber wir haben jetzt diese rezente Studie, du hast das eh gebracht, Gunnar, einstellen, also Vitamin K-Antagonisten versus NOAX bei den über der achten Lebensdekade, die also alles Rocket, HF und so weiter, AF ausgeschlossen waren. Und da war ja der Vitamin K-Antagonist besser. Die Frage ist, sind das Patienten, wo jetzt neu begonnen wurde, sind die ähnlich Dialysepatienten? Und wie immer sich das erklären lässt, ist da wieder der Vorteil dann doch wieder zugunsten der Vitamin K-Antagonisten? Also aber ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Wir haben die Probleme mit der Einstellung bei Dialysepatienten der Vitamin K-Antagonisten. Das ist vielfach publiziert, dass das sehr viel ungünstiger gelingt, dass die wesentlich weniger Time in Range haben. Und wir haben eben auch noch die anderen Nachteile der Vitamin K-Antagonisten, die natürlich allen hier sehr präsent sind, mit Gefäßverkalkung bis hin zur Kalziphylaxie. Also von da daher haben wir darf man es nicht mit den alten Vergleich setzen. Aber da haben wir Valkyrie Study und so aber nie gesehen, dass da einen Vorteil gibt. Das klingt alles wunderbar, dass wir die M-Class quasi hemmen und das Konzept ist, das Narrativ ist ja schön, aber so richtig schön publiziert, gezeigt, dass NOACs da besser sind, das habe ich noch nicht gesehen. Mit CT-Thorax von Abdomen, Aorten-CTs etc. Da war ja nicht weniger Verkalkung zu sehen. Das hat der Valkyrie versucht, das ist ihnen nicht gelungen, aber dafür war es in Valkyrie ja nun wirklich so gewesen, dass kein Patient unter Marcomar oder Warfarin war es gewesen, weil Belgien die Studie beendet hat, ohne ein Sicherheitsereignis zu haben. Also insofern ist für mich Valkyrie gerade ein Argument mehr zu sagen, alles außer Warfarin, schrecklich Marcomar. Jetzt haben wir aber Marlies Frage noch nicht beantwortet. Warum so wenig Occluder? Das ist, glaube ich, bis jetzt, dass wir da nicht genügend Aufmerksamkeit drauf gelenkt haben. Also wir machen das jetzt auch bei uns, dass wir das gezielt in die Diskussion reinnehmen. Kann man sagen, das hätten wir schon seit 10 Jahren machen müssen, ist richtig. Aber ich glaube, es ist unsere nephrologische Aufgabe, das jetzt mehr zu bewerben und zu nutzen. Und wir werden die Studiendaten bekommen. Mit dem kleinen, auch wiederholt besprochen, mit dem kleinen Wermutstropfen, das in der Lübecker Studie eben verglichen wird, Occluder gegen Standard of Care, dieser Standard of Care nicht definiert ist. Das heißt, egal was rauskommt, wird am Schluss dann wieder jeder Schlaumeier sagen, naja, hättet ihr es so oder so gemacht, das werden wir nicht haben. Aber die Sicherheit wird man dann zumindest abschätzen können. Extrem spannend und deshalb bewusst jetzt noch ein zweites Mal der Aufruf, bitte alle Deutschen, Nephrologinnen und Nephrologen versuchen aktiv Patienten einzuschließen. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Studienzentren, die da mitmachen. Das heißt, egal wo man in Deutschland ist, der Weg zum nächsten Studienzentrum ist nicht so weit. Machen wir Platz Nummer 2. Nochmal eine deutsche Studie. Ja, Keto-ADBKD. Wir haben auch schon letztes Jahr mit wenigen Daten bei ADBKD
KT-Patienten dieses Konzept vorgestellt. Hintergrund ist, wir haben ja eigentlich keine wirklich sinnvolle Therapie bei Patienten mit Zystennieren. Und im Tiermodell hat sich ja gezeigt, dass Ketonkörper da einen positiven Einfluss auf das Zystennierenwachstum haben, das beeindruckend war. Bei den entsprechenden Knockout-Modellen und sogar in einem größeren Tiermodell einer Perserkatze mit Zystennieren geht das Ganze auch bei ADPKD-Patienten. Und um Roman Ulrich Müller, dem sich sehr bemüht, da jetzt, bevor es jetzt eine wirklich riesige Studie gibt, da noch weiter hineinzugehen in die Materie, weil immerhin muss man hier Patienten ketogen ernähren, was per se schon, ja, wer das kennt, nicht so leicht ist, also so eine very low carb diet. Man hat hier ja insgesamt 63 Patienten, die relativ jung waren, genommen. Der Großteil hatte Mayo Klasse 1 C bis E, hatten allesamt eine relativ gute GFR, hatten aber großteils schon Komplikationen, hatten schon größtenteils eine schon in jungen Jahren auftretende, wie wir das auch kennen von den Patienten, Hypertonie. Und man hat die eingeteilt in einen Standardarm der Ernährung über 3 Monate, eben in die ketogene Ernährung und dann in so ein Wasserfasten. Also bringt es quasi, wenn man das sich nicht auf sich nehmen will, ständig unter 20, 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen, vielleicht einmal so intermittierend Wasserfasten zu betreiben. Und die Feasibility war relativ gut. Die Cut-offs für das Beta-Hydroxybutyrat, also die Ketonkörperproduktion, waren sehr hoch gewählt mit 0,8 Millimol. Also prinzipiell ist man schon in so einer Lipolyse ab 0,3 Millimol. Man hat also einen zweiten Cut-off gewählt mit 0,6 Millimol und trotzdem hat man es geschafft, über 3 Monate relativ eine gute Adhärenz zusammen zu bekommen. Und wenn man 0,6 Millimol nimmt, dann schaffen es immerhin 80%. Und wie nicht anders zu erwarten, die Abbildung ist sehr wichtig, finde ich, für unser Verständnis. Man sieht hier eine Abnahme des Körpergewichts. Wir sind da zwar keine Kalorienangaben, aber diese doch relativ schlanken Patienten mit einem BMI von 25 nehmen weiter ab. Und das ist auch so en passant, zeigt das, dass das Kalorienmodell eigentlich nicht stimmt. Es läuft sozusagen die Gewichtsabnahme über die Reduktion des Insulins im Körper. Aber das nur nebenbei. Man hat dann das Leber- und das Nierenzystenvolumen gemessen. Das Leberzystenvolumen war immerhin in dieser relativ kurzen Zeit signifikant reduziert. Es war auch das Zystennierenvolumen reduziert, aber nicht signifikant nominell. Das finde ich sehr schön dargestellt. Man findet diese positiven Effekte nur in der Gruppe mit der ketogenen Diät. Und was nun wichtig ist, man sieht sogar in den 3 Monaten schon eine Abnahme, eine dezente der GFR in der nicht-ketogenen Gruppe, in den beiden Gruppen. Und natürlich als potenzieller Confounder, dass es hier einen Einfluss auf die Muskelmasse gibt oder vielleicht eine Hyperfiltration, wenn relativ gesehen zu viel Protein zu sich genommen wird, hat man dann auch Cystatin C genommen und Albuminurie-Messungen gemacht. Und auch in der Cystatin C gemessenen GFR-Gruppe zeigt sich, dass die GFR sich verbessert hat in der ketogenen Gruppe. Also das sind wirklich ermutigende Daten. Von den Nebenwirkungen ist eigentlich das zu sehen, was wir uns erwarten, nämlich dieser sogenannte Keto-Flu. Das ist also die Umstellung auf diesen Lipolyse-Mechanismus. Relativ gesehen, das ist auch ein Klassiker, steigt die Harnsäure, weil man nimmt an, dass das Beta-Hydroxybutyrat kompetitiv am Harnsäuretransporter die Harnsäure-Exkretion kompetiert und Triglyceride typischerweise sinken auch. Also das sind Events, die letztlich zu erwarten waren. Also für mich sehr positive Daten und ich hoffe, es gibt dann mal in den nächsten Jahren Langzeitstudien dazu. Es gibt auch Studien mit einem Double Whammy, also exogene Ketone plus diese ketogene Diät. Aber mittlerweile ist es so, Patienten sind ja in der Regel sehr motiviert und nehmen viel auf sich, weil sie das Leid ihrer oft Familienangehörigen kennen, also die sind adhärent und ich denke, man kann ihnen mit ein paar, ja, mit allem Abwägen zumindest etwas anbieten, was vielleicht wirken könnte. Wie realistisch ist die Langzeitadhärenz? Das ist ja trotz allem immer noch ein relativ kurzer Zeitrahmen gewesen, den man sich angeschaut hat. Wir
Wir reden ja von einer Erkrankung, die über Jahrzehnte läuft. Naja, zwei Dinge. Es gibt ganz gute Studien über 3 Jahre bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Und VLCD, also Very Low Carb oder Ketogener Diät, die publiziert worden sind, ursprünglich von der Sarah Hallberg. Und da war die Adhärenz sehr gut. Es hat natürlich ein eigenes Counseling erfordert. Die wurden also telemetrisch überwacht mit so einer App und haben wieder so einen Gesundheitscoach gehabt. Also das spielt eine große Rolle, glaube ich, auch bei unseren Patienten, dass man ein Zentrum hat und Ansprechpartner, die sich dann auch umfassend um die Patienten kümmern. Und darunter ist das möglich. Interessant wäre es, ob man sozusagen die Menge der Kohlenhydrate auch dann im Laufe der Zeit steigern kann. Das sehen wir zumindest bei Diabetespatienten, dass man immer noch ketogen ist. Und interessant wäre es, wir machen jetzt auch bei so einer Studie mit, ob man auch mit exogenen Ketonen da etwas erreichen kann. Was für die Compliance einfacher wäre. Was einfacher wäre, ja. Und weißt du, Markus, ob sie vorhaben, eine Langzeitstudie zu machen oder nicht? Also ich habe gehört von 3 Studien an 2 Kontinenten, weiß aber nichts Genaueres jetzt über Zahlen und dergleichen. Und wir werden aber den Roman Müller ja auch bei uns haben, gell, im Jänner, glaube ich. Da können wir dann genauer fragen, ja. Aber das ist absolut notwendig, ja. Sicher. Aber wie gesagt, Ernährungsstudien, ich spreche jetzt ein bisschen aus leidvoller Erfahrung, weil wir das gerade machen, sind unglaublich viel schwieriger als alle anderen Formen von pharmakologischen Interventionen. Und wer in die Tiefe der Pathophysiologie eintauchen möchte, wir haben den Thomas Weims ja auch mal hier gehabt vor 1,5 Jahren, der die Grundlagen dazu entwickelt hat in Südkalifornien. Also auch das sehr, sehr spannend zu schauen, welche Ideen dahinter stecken. Aber ich finde es für das Armamentarium der Nephrologen ein interessantes Tool, weil man erlebt viel dabei, also wie Menschen sich dann ändern, besser fühlen oder anders fühlen, wie man dann umgeht mit Deprescribing, weil mit diesem Abnehmen auch vom Bodyweight und da passieren sehr viele Dinge mit Fluid und Sodium und Skin Sodium, sehen wir auch oft, dass wir die Antihypertensiva entweder stark reduzieren oder komplett rausnehmen müssen. Das ist ein riesiges Forschungsfeld, finde ich auch sehr interessant und deshalb auch eine recht interessante Reise pro futuro, was mit, also auf metabolischer Grundlage alles passiert. Und ich habe auch sehr viel Erfahrung jetzt so anekdotisch gemacht. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin auch gehabt, die aus freien Stücken ketogen unterwegs war und aus einer Zysten-Nierenfamilie kommt und alle ihre Verwandten sind schon dialysepflichtig oder transplantiert und sie selber ist quasi völlig stabil mit ihren relativ kleinen Zysten an der Niere. Also ich finde das ein extrem spannendes Feld und ich freue mich schon, wenn wir den Roman Müller da haben. Und ein Feld, das ja weit über die polyzystische Nierenerkrankung hinausgehen könnte. Bleibt das Cholesterin, was ansteigt, was immer bei mir noch so ein kleines Fragezeichen. Das habe ich noch unterlassen. Es gibt da so einen sehr schönen, ein bisschen granulierteren Ansatz, der da mit publiziert worden ist, wo man auch die LDL-Partikelgrößen gesehen hat. HDL zum Beispiel steigt drastisch an. Die Partikelgrößen ändern sich zum Besseren, wenn man so will. Also mehr große, weniger kleine. Es gibt da so Hyperresponder bei den sehr schlanken Leuten, aber das sind 3 Monate, das schreibt auch das Paper recht sinnvollerweise, wahrscheinlich noch zu kurz. Ja. Markus, darf ich noch fragen, wie siehst du das bei Patienten, bei denen die Niereninsuffizienz schon weiter vorangeschritten ist, die vielleicht da so in einem Prozess sind, wo man eigentlich nicht mehr möchte, dass sie Gewicht verlieren, Prädialysestadium? Ja, das ist auch eine interessante Frage, was ist bei CKD4? Und so in etwa langfristig. Das, was man weiß von den Keto-Studien auch noch zur Adhärenz, es ist ja so eine 2-Drittlinien-Therapie bei Kindern, bei therapierefraktärer Epilepsie und da gibt es zumindest jahrzehntelange Beobachtungen. Also, dass es möglich ist, auch das lange durchzuhalten und von den doch recht vielen Studien, die es gibt in ganz anderen Sektoren, auch sehr viel in der Sportwissenschaft und so, scheint sich das Gewicht nach einer gewissen Phase komplett zu normalisieren und stabil zu bleiben. Also am Anfang schredden die Patienten wirklich Fett, ja auch viszerales Fett, was jetzt eigentlich günstig ist, zum Beispiel bei Diabetes und Übergewicht. Und dann kommen die in so eine Stabilisierungsphase hinein.
Das ist das, was ich erfahrungsmäßig sagen kann und auch aus den Studien, aber dazu gibt es nichts bei CKD. Aber vielleicht noch eines, es ist jetzt auch beim ADA, sind die Nierendaten publiziert worden von den Typ-2-Patienten ohne nomineller CKD en gros, wenn sie unter 90 GFR hatten oder unter 60, und da waren die Trajektorien bei den Keto-Leuten allesamt besser. Ja. Also da passieren offenbar Dinge in der Nierenperfusion, die hochinteressant sind und die potenziell, Stichwort Fastenmodus, potenziell günstig sein können. Ich will jetzt keine Spannung aufbauen, weil ja eigentlich jeder schon erahnen kann, was unsere Nummer 1 ist. Trotzdem 2 oder 3 redaktionelle Hinweise fast zum Schluss noch. Zum einen möchten wir gerne einladen, alle, die im Großraum Rhein-Main sind. Wir planen am 12. Januar 2024 hier einmal Markus at Home live und unplugged. Das heißt, es wird nicht übertragen werden. Wir werden eine parallele Folge dann erstellen für die, die nicht kommen können. Alle anderen ganz, ganz herzlich eingeladen. Anmeldung schreiben wir unter die Information zu dieser Folge. Und dann vor allen Dingen, viel wichtiger aber noch, möchte ich Danke sagen. Insbesondere auch euch 5 Danke sagen. Wir haben das hier mal angefangen vor jetzt fast 3 Jahren. Wir haben am 12. Januar den 3. Geburtstag. Das ist auch der Grund, warum wir die Folge machen. Haben das als eine sehr spontane lokale Schnapsidee gestartet gehabt. Und dank eurer unermüdlichen Unterstützung haben wir das hier zu einem trinationalen Kanal aufwerten können, mit 3 Partnerorganisationen, die uns da unterstützen. All das wäre nicht möglich, wenn ihr nicht so regelmäßig dabei wärt, das unterstützen würdet. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass das inzwischen 3 Jahre so wunderbar funktioniert hat. Jetzt aber... Entschuldigung, da will ich als Klassensprecher noch einwerfen, vielleicht für alle, danke dir, Gunnar, weil du bist ja der Extremmotor hinter dem Ganzen. Also du bist der Unermüdliche, der uns da immer vorantreibt. Wir haben alle, glaube ich, einen riesen Benefit davon, profitieren unheimlich davon, und es, glaube ich, macht uns allen sehr Spaß. Jetzt kommen wir wieder, das höre ich sehr gerne, jetzt kommen wir wieder zur deutschen Autobahn. Ein Auto braucht einen Motor, braucht ein Getriebe, braucht ein Lenkrad und so weiter. Und ich glaube, jeder hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle bei dem Ganzen. So, bevor es zu sentimental wird, Matthias. Ja, also ein Satz dazu natürlich auch noch. Du hast es geschafft, dass dein Kanal in der mindestens deutschen Nephrologie weit bekannt und wahrgenommen ist. Das ist nicht ganz einfach, und es gibt viele Leute, die da auf öffentlichkeitswirksame Darstellungen setzen, und sich da durchzusetzen und zu etablieren, ist schon eine Leistung. Also herzlichen Glückwunsch. Ich korrigiere aber meinen Homburger Lehrmeister eigentlich sehr, sehr ungern, aber es ist nicht mein Kanal, es ist unser Kanal. Ein gemeinsames Werk. was uns wichtig ist, es ist industrieunabhängig, das sage ich jetzt an der Stelle dann vielleicht doch auch einmal. Und wir haben es, glaube ich, auch geschafft, man möge mich korrigieren, dass wir kein einziges Mal um Abonnenten geworben haben, sondern, was uns sehr freut, die Kolleginnen und Kollegen sind von alleine auf den Kanal gekommen. Jetzt aber zurück zu den Inhalten. Unser jetzt Jahressieger. Kommt der Platz 1, und es ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, dass das das Convince Trial ist. Sie alle kennen das Thema, die HDF als Alternative zur chronischen Hyflux-Hämodialyse wird ja seit Jahren diskutiert. Wir verfügen über 4 prospektive randomisierte Studien zu dem Thema mit fast 2800 Patienten. Und trotzdem wissen wir nicht, ob HDF wirklich zuverlässig geeignet ist, die Prognose von Hämodialysepatienten zu verbessern. Das ist schon insofern wichtig, als wir natürlich für die Patienten einen Benefit erreichen wollen, aber diese Behandlung ja mehr Aufwand macht, mehr Energie und Wasser verbraucht und damit in Zeiten der Ressourcensensitivität auch eine gute Begründung braucht. Und viele Zentren machen bisher keine HDF, weil sie nicht überzeugt sind, dass das einen echten Vorteil bietet. Die bisherigen Studien hatten so als Bottomline, dass es einen prognostischen Vorteil immer dann gibt,
wenn ein hohes Konvektionsvolumen erreicht wird. Und da sind die Analysen der Gestalt, dass ein Konvektionsvolumen von mindestens 23 Litern als notwendig angesehen wird, um einen Benefit für den Patienten zu erreichen. Stimmt das wirklich? Und wenn man jetzt eine Studie auflegt, bei der alle Patienten ein so hohes Konvektionsvolumen anstreben, lässt sich dann dieser Benefit auch wirklich nachweisen? Das war die Fragestellung des CONVINCE Trials. Konnte es uns überzeugen? Es sind 1360 chronische Patienten eingeschlossen worden. Die waren alle mindestens 3 Monate an der Dialyse und sie mussten alle in der Lage sein, ein hochvolumiges HDF-Konzept auch durchzuführen. Die Intervention natürlich HDF größer 23 Liter pro Sitzung und in der Kontrollgruppe eine konventionelle HIFLAX-Dialyse. Der primäre Endpunkt, mutig gewählt, Tod aus jeglicher Ursache und dann eine Reihe von sekundären Endpunkten, wie man sie bei so einer Studie auch erwarten würde. Die Arbeit zeigt uns bei den 2 Gruppen, dass die Patienten mit 62 Jahren für Dialysepatienten, wie wir sie in Deutschland kennen, fast noch ein bisschen jung waren. Es war ein Drittel weiblich und es war eine hohe Prävalenz von kardiovaskulären Erkrankungen. Ein Drittel der Teilnehmer hatte Diabetes. Soweit also nicht überraschend. Auf ein Detail möchte ich in der Baseline-Tabelle kurz hinweisen. Das ist die Körperoberfläche. Die Körperoberfläche lag mit 1,86 Quadratmetern vergleichsweise hoch. In 3 der 4 zuvor durchgeführten Studien lag die Body Surface Area deutlich niedriger, nämlich etwa bei 1,75. Das ist insofern relevant, als man das Ultrafiltrations- oder das Konvektionsvolumen bei der HDF eigentlich auf die Körperoberfläche beziehen sollte. Denn man muss natürlich für sehr große und gewichtige Menschen eher mehr HDF vorsehen als für kleine und schmale Menschen. Und wenn man jetzt sieht, dass hier 23 Liter pro Sitzung bei einer relativ hohen Body Surface Area angestrebt wurde, dann liegt man mit dieser Studie gar nicht so sehr viel höher als in den vorausgegangenen Untersuchungen. Ansonsten klar, sehr viele Patienten mit funktionierendem Shunt, weil man sonst nicht das nötige Blutflussvolumen erreicht, um eine so hochvolumige HDF zu machen. Es war nicht ganz einfach, die Patienten zu finden, aber die Studie beschreibt das nicht so richtig, sondern danach könnte man den Eindruck erhalten, dass nahezu alle Patienten, die man angesprochen haben, auch randomisiert werden konnten. Das ist ganz sicher nicht der Fall, sondern bereits bei diesen 1407 hat die Patientenselektion vorher stattgefunden, um wirklich Patienten zu finden, die dieses Verfahren auch durchführen können. Man sieht in dem Diagramm sehr schön ein Konvektionsvolumen von 25 Litern pro Sitzung, aber wie gesagt, das ist nicht so viel mehr als in den vorangegangenen Studien, wenn man es auf die Körperoberfläche bezieht. Und dann kommt das Ergebnis und ein Raunen ging durch den Saal, als die Arbeit auf der ERA in Milano präsentiert wurde. Denn wir haben tatsächlich bei chronischen Dialysepatienten einen positiven Effekt auf die Gesamtsterblichkeit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das haben wir noch kaum jemals in einem Trial gesehen. Eine 23-prozentige Reduktion der Gesamtsterblichkeit in der Interventionsgruppe. Welche Arten von Todesursachen wurden reduziert? Natürlich hätten die meisten a priori vermutet, dass die kardiovaskulären Todesfälle zurückgegangen sind. Das war aber gar nicht so. Kardiovaskuläre Todesfälle waren 1/4 von allen Todesfällen und es gab keine signifikante Reduktion.
Vielmehr wurde die Infektionskomplikation offensichtlich zurückgedrückt. Also die Todesfälle durch Infektionen konnten deutlicher abgesenkt werden als bei kardiovaskulären Ereignissen. Und dieser Faktor wurde dann letztendlich auch signifikant und hat das Gesamtergebnis getrieben. Noch etwas schwerer verständlich wird, wenn man sich anschaut, welche Patienten in der Subgruppenanalyse dann tatsächlich einen Benefit davongetragen haben. Das waren nämlich interessanterweise gerade die Älteren in dieser Studie. Das waren die, die noch keine kardiovaskulären Erkrankungen hatten, keinen Diabetes hatten, natürlich die mit der funktionierenden Dialysefistel. Das war klar, weil das da am besten funktioniert hat. Und diejenigen, die noch nicht so sehr lange an der Dialyse gewesen sind. Wenn man noch einmal auf die vorangegangenen Studien schaut, die uns ja gezeigt haben, dass ein Benefit hinsichtlich Sterblichkeit nur bei sehr hohem Ultrafiltrationsvolumen zustande kommt, dann ist es interessant, auch da nochmal in die Todesursachen reinzuschauen. Diese Meta-Analyse hat die individuellen Patientendaten der 4 vorausgegangenen prospektiven Studien nachanalysiert und konnte für die Gesamtsterblichkeit hier einen Benefit bei denen beschreiben, die ein hohes Ultrafiltrationsvolumen erreicht haben. Und hier war eben der Hinweis eher auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit und nicht so sehr auf die Infektionssterblichkeit. Woher kommt dieser Unterschied zu CONVINCE? Möglicherweise liegt das daran, dass einfach die Infektionssterblichkeit in CONVINCE deutlich höher war als in den vorangegangenen Trials. Warum war die höher? Weil viele Covid-Fälle dabei waren und damit die Infektionen eigentlich die Treiber für die Sterblichkeit in CONVINCE waren. Und dagegen die kardiovaskulären Ereignisse ein bisschen zurückgetreten sind. Ich würde also insgesamt diesen Faktor, dass es nicht die kardiovaskulären, sondern die Infektionskomplikationen waren, die das Hauptergebnis, den primären Endpunkt getrieben haben, nicht überbewerten wollen. Denn wir alle wissen, dass viele Menschen im Zusammenhang mit Covid gestorben sind, aber dann vielleicht die kardiovaskuläre Grunderkrankung doch auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt also, im Fazit haben wir hier eine Studie, die tatsächlich die Prognose von Dialyse, von ausgewählten Dialysepatienten verbessern kann. Es ist ein hoher Aufwand damit verbunden, weil die HDF eben einfach ressourcenintensiver ist. Aber man muss jetzt schauen, welche Patienten wir für eine solche Therapie vorsehen wollen. Eine Anmerkung zum Schluss noch. Was ich mir persönlich jetzt sehr wünschen würde, wäre eine vergleichbare sterblichkeitsgetriebene Studie mit den High- und Medium-Cut-Off-Membranen, die möglicherweise ja den gleichen Effekt auf die Elimination von Mittelmolekülen erreichen können wie die HDF, aber eben mit weniger Ressourcenaufwand. Ich fürchte, wir werden solche Studien nicht bekommen, aber das wäre ein äußerst interessanter Ansatz. Sind wir alle überzeugt von CONVINCE? Ist das wirklich so? Sind alle überzeugt? Ja, ich habe es versucht, als Frage zu formulieren. Sind wir alle überzeugt von CONVINCE? Fragezeichen. Es hat, glaube ich, mindestens 3 Editorials gegeben, die alle so quasi Abi CONVINCE als Titel gehabt haben. Und die Referenz ist, ich glaube, es kommt noch eine größere Studie aus UK, pragmatische Studie, die dann hoffentlich so ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten kann, die Reduktion der Infektionsmortalität, naja, ob uns die so überzeugt, ich weiß nicht. Wie ist der Stand in den USA? In den USA war ja
das Verfahren lange nicht zugelassen gewesen. Ist das inzwischen verfügbar? Weiterhin nicht zugelassen. Weiterhin nicht im Einsatz. Und die Dialyseanbieter wird nicht kommen? Viel zu teuer. Das heißt, es wird keine US-Studie nochmal geben, die es auf dem US-Markt zeigt, sondern. Und warum für die USA viel zu teuer, wenn wir es hier in Europa als Standard etablieren? Also, wo kommt der Unterschied in der Gewichtung der Kostenfaktoren her? Ich denke, zunächst mal müssten die Amerikaner ihre Dialysezentren ganz weitgehend technisch umrüsten, weil dort Dialysemaschinen, die auch HDF können, schlicht und einfach nicht vorhanden sind. Da ist also ein Rieseninvestitionshindernis dagegen. Und dann ist das Verfahren auch ressourcenintensiver. Das kostet einfach mehr Wasser und Strom. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in der jetzigen Zeit sehr schwer neu etablieren kann. Ich sehe auch eigentlich nicht, dass jetzt Land auf Land ab in Deutschland überall die HDF reüssiert, sondern die Kollegen sind da doch eher zurückhaltend. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Macht man da jetzt überall HDF? Na, ich komme aus einem Zentrum, wo mein Vorgänger alle auf HDF laufen hat lassen. Wir haben das so weitergemacht und jetzt gibt es auch schon Vorträge, ob dieser Professor jetzt mit Convince recht hatte. Ich glaube, convinced sind wir ja nicht, weil einfach die competing risks an der Dialyse so hoch sind und dass dann ein einziges Verfahren dann sozusagen durchschlägt über alle sozusagen unterschwellig laufenden Pathophysiologien und so. Wir glauben es wahrscheinlich fast gar nicht und es gab da viel, auch in den Editorials, viel zu bemäkeln und jetzt warten natürlich alle auf dieses Pragmatic Trial, das ich sehr cool finde vom Design, dass man einfach eine große Zahl von Patienten adaptiv sozusagen zusammenführt, um da einen Unterschied zu finden. Also für uns war es zumindest so, dass wir jetzt nicht mehr zurückstellen auf HDF, also wir machen mit HDF weiter. Wie ist das in Frankreich, Dominik? Aber ungefähr 25% oder 30% der Zentren haben HDF ungefähr. Was weniger wäre aber, Matthias, als bei uns in Deutschland? Also über die 30% müssten wir ja sein. Na, aber nicht wesentlich. Ich habe keine exakten Zahlen dazu. Ich weiß es nicht. Wir wollen ja sowas immer nicht wissen und führen deswegen auch keine anständigen Register in Deutschland. Deswegen kann man da nur spekulieren. Ich bin nicht sicher, ob wir noch über 30% haben. Wenn man es macht, muss man zumindest ordentlich machen. Das heißt, die Konvektionsvolumina sollen auch wirklich über 23 Liter sein. Frage war noch Pre versus Post-Dilution. Ich glaube, das war Post-Dilution. Pre macht ja kaum mehr, wer jetzt wäre. Genau genommen müsste man 23 Liter pro 1,76 Quadratmeter Körperoberfläche machen. Und das heißt, für den durchschnittlichen Deutschen, den wir so behandeln, sind das dann eben eher 25 Liter. Ja, wir haben uns dann die Zahlen bei unserem Zentrum angeschaut und da waren etliche, das liegt an den unterschiedlichen Maschinen auch, die dann auch deutlich drunter waren wieder. Ja. Also man muss schon dann wissen, was man individuell tut. Ja. Bei uns dasselbe, Markus, also viel zu geringer Blutfluss, dass man diese Lumina erreicht, das ist fast unmöglich. Ich glaube, nur 20-30% erreichen das. Also wir haben es nur mit einer Maschine wirklich gut geschafft. Ich mache jetzt keine Werbung einer deutschen Maschine. Mit den anderen Maschinen haben wir es nicht geschafft, ja. Eine hessische Maschine sogar, egal welches ist. Matthias, vielleicht die letzte medizinisch-akademische Frage 2023. Du hast ja das seit vielen Jahren verfolgt, auch selber viel wissenschaftliche Daten generiert. Das ist jetzt ja die zweite große Studie, die jetzt einen signifikanten Benefit zeigt, überhaupt im Gesamtbereich Dialyse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vorher hatten wir die Asshole-Studie mit dem blöden Namen, aber den deutlichen Ergebnissen. Wie geht's weiter? Also wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten? Es hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten kaum was getan. Können wir da in den nächsten zwei Jahrzehnten große Veränderungen Stand jetzt Jahresende 2023 erwarten? Oder werden wir die Fokussierung im Bereich Prävention setzen, dass weniger Menschen an die Dialyse kommen und
die Hämodialyse, wenn sie denn gemacht wird, wird in den nächsten Jahren erstmal so weiterlaufen, wie sie jetzt ist? Also ich bin, was die wissenschaftliche Weiterentwicklung der technischen Nierenersatzverfahren angeht, eher pessimistisch. Ich glaube, die Zeichen stehen eher auf Sparsamkeit und Reduktion und nicht auf Weiterentwicklung von Verfahren. Was wir sicherlich sehen werden, sind vermehrte Heimdialyseverfahren. Wir werden wahrscheinlich auch wieder etwas mehr Peritonealdialyse sehen. Aber im Bereich der Membrantechnik und der Weiterentwicklung von HDF sehe ich aus ökonomischen Gründen wenig Hoffnung. Vielleicht wird eine Entwicklung dieser extrem hochselektiven Membranen, die man mit der Nanometer-Technologie, mit der man auch Computerchips herstellen kann, produzieren kann. Vielleicht wird das nochmal ein Ansatz sein, wenn es gelingt, das großtechnisch hinzubekommen. Und ansonsten ist Dialysetechnik eher kein großer Entwicklungsbereich mehr. Aber haben wir die Patienten, die in zunehmendem Maße für die Heimdialyse geeignet sind? Da sehe ich immer so ein bisschen die Bedenken. Ich weiß, Dialyseanbieter möchten das gerne sehen, aber wir haben doch den Eindruck, dass die Menschen, die jetzt dialysepflichtig werden, im Vergleich zu den Menschen, die vor 2 Jahrzehnten dialysepflichtig geworden sind, sich eher immer weniger aus verschiedensten Gründen, auch aber nicht nur medizinischen Gründen, für eine Heimdialyse eignen. Deswegen sind ja diese Förderprogramme für die PD auch so schwierig umzusetzen. Das KFH macht das jetzt seit mehreren Jahren mit moderatem Erfolg, will ich mal vorsichtig sagen. Und da wird wirklich viel in Aufklärungskampagnen und Schulung investiert. Und trotzdem geht das nur sehr moderat voran. Die Zahlen wachsen etwas, aber nicht in dem Ausmaß, wie man sich das gewünscht hatte, weil eben die zu behandelnde Population so krank und betagt ist. Kein so richtig schönes, hoffnungsvolles Schlusswort akademisch für dieses Jahr, aber passt so ein bisschen zu diesem Jahr, was ja auch nicht in jeder Hinsicht so ganz toll gewesen ist. Dennoch oder gerade deshalb wünschen wir, jetzt passe ich auf, dass ich wieder versuche, von Ost nach West zu machen, aus Wien, aus Oberösterreich, aus Sachsen-Anhalt, aus Tirol, aus Hessen und aus der Normandie wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die Unterstützung in diesem Jahr. Wünschen ein, man muss es ja immer komplizierter formulieren, weil immer mehr auf dieser Welt dazukommt, glückliches, gesundes, friedliches, behütetes neues Jahr 2024. Wir versuchen in der Weihnachtswoche noch eine Sonderfolge zu machen mit Markus Seemann zusammen. Da sind wir aber dann weit außerhalb der Medizin. Tschüss, schöne Feiertage.